So, schauen wir, dass die Technik alles klappt. Ihr hört mich, ihr seht mich. Michi, kannst du mir noch freischalten, dass ich den Livestream starten kann? Ja, jetzt müsste es gehen. Super, dass ich es auch in die Gruppe gebe. Schön, euch zu sehen. Super, dass ihr euch heute die Zeit nehmt. Wir haben eines der wichtigsten Themen. Wir werden heute über Ernährungspsychologie sprechen. So, Technik noch ganz kurz. So. Ganz kleinen Moment noch. Bin ich gleich bei euch. Gebt mir mal im Chat einen kurzen Überblick. Habt ihr alle Aufzeichnungen schon angeschaut? Habt ihr TCM, Ernährungswissenschaft? Habt ihr für alles schon Zeit gehabt? Ich sehe da Nicken von der Renate. Großartig, super schön. Ja, weil wir werden heute ein bisschen aufsetzen auf dem, was wir besprochen haben. Und deswegen ist wichtig, wenn wir alle am aktuellen Stand sind. So ein paar kommen noch rein. Und jetzt müsste alles gut passen. Walter ist auch dabei, ohne Kamera. Ah, Beate. Super. Seid ihr bereit? Wir haben heute wieder zwei Gäste mitgebracht und wir werden auch zum Thema künstliche Intelligenz sprechen. Künstliche Intelligenz tut sich sehr viel. Da sind auch sehr viele Ängste oft mit dem Thema verbunden und ich möchte euch heute eine positive Perspektive geben zum Thema künstliche Intelligenz. Das heißt, wir werden einen sehr, sehr spannenden Abend haben, etwa 90 Minuten, vielleicht dauert es auch 15 Minuten länger, weil wir auch ein großartiges Jubiläumsangebot für euch mitgebracht haben. Wir haben ja 5 Jahre Jubiläum in unserer Akademie für integrative Ernährung. Also ich bin ja schon seit über 22 Jahren Unternehmerin, aber seit 5 Jahren gibt es die Akademie für integrative Ernährung. Und dazu habe ich heute auch ein super tolles Angebot mitgebracht. Ja, wir werden jetzt einmal einsteigen in die Ernährungspsychologie. Und da geht es vor allem auch für dich um dein eigenes Mindset, um die Sprache, um die Kommunikation, um so Themen wie Angst vorm Essen. Und wie wäre es, wenn das alles leicht ginge? Vielleicht schreibst du mal ein großes Ja in den Chat, wenn du hier eine Lösung hast, wo es leicht, unkompliziert, motivierend und vor allem erfolgsversprechend für dich und für deine Kunden ist. Sabine schreibt gleich ein großes Ja. Super. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Und ich sage euch ganz ehrlich, wie ich begonnen habe mit meinen Ernährungsberatungen 2002, das war nur schwer. Und ganz viel Arbeit und mega anstrengend. Und ich bin heute noch froh drüber und auch erstaunt, dass ich da nicht in ein Burnout gerasselt bin. Aber was habe ich gemacht? Ich habe immer Menschen um Feedback gefragt und ich habe laufend Fortbildungen gemacht. Und so bin ich dann auch drauf gekommen, woran es gelegen ist, dass diese Schwere bei der Arbeit mit Kunden da war. Und da möchte ich euch heute eine Abkürzung geben. So viele wollen Leichtigkeit. Das wäre so schön, Gabriela. Super. Voll schön. Ich habe für euch wieder einige Folien mitgebracht, eine Präsentation. Schauen wir mal, das ist die falsche Seite. Wo ist meine Präsentation? Hier ist sie. Ich habe immer zu viele Seiten offen. Das ist nicht so gescheit. Aber hier haben wir es. So, jetzt müsstet ihr es schön sehen. Herzlich willkommen. Und worum geht's? Die Kraft der Ernährungspsychologie. Dass ihr verstanden werdet und das mit Leichtigkeit geht, weil das ist der beste Glücksfaktor. Und ich freue mich so, dass so viele schon wieder da sind. Also vorab danke für deine Zeit. Du kannst jederzeit Fragen stellen. Ich möchte, dass sich's wirklich lohnt für dich, dass du deine Zeit hier investierst. Wir haben auch per E-Mail schon Fragen bekommen.
Und darum werden wir jetzt zügig loslegen, dass wir Zeit haben, auch alle Fragen zu beantworten. Was habe ich mitgebracht für die nächsten 1,5, 2 Stunden? Wir werden über die wichtigste Aufgabe in der Ernährungspsychologie sprechen. Wir werden über die Darm-Hirn-Achse sprechen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Verbindung in unserem Körper. Da gehört auch das Mikrobiom oder früher hat man Darmflora gesagt dazu. Und ich werde euch Hintergrundinformationen zu einem Thema aus der Ernährungspsychologie geben, das ganz, ganz wichtig ist. Das heißt in der Fachsprache kognitive Verzerrung. Und ich verspreche dir, du wirst auch bei dir einige kognitive Verzerrungen finden, weil die haben wir alle irgendwo. Aber es ist immer, wie heißt so schön, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Dann werden wir auch 2 Gäste begrüßen. Die Monika aus Bayern und die Simone aus Deutschland ist heute Abend bei uns. Wie immer gibt es wieder ein Geschenke von unserer Seite. Und ich habe schon anklingen lassen, wir werden über unser Jubiläumsangebot sprechen. Wir freuen uns so, dass es die Akademie seit 5 Jahren gibt, dass es dazu ein ganz spezielles Jubiläumsangebot gibt. Und nach dem Angebot werden wir auch noch über das Thema künstliche Intelligenz sprechen. Es ist wirklich wichtig, weil sich da der Markt gerade gravierend verändert. Und ich bin immer ein Fan davon, mit den Trends mitzuschwimmen, nicht in den Widerstand zu gehen, sondern die Veränderung begrüßen und das Beste draus zu machen. Und da habe ich einiges an Beispielen mitgebracht. So, seid ihr bereit? Dann werden wir mal mit der Ernährungspsychologie starten. Ganz kurz noch, ist jemand das erste Mal jetzt da, vielleicht beim ersten Workshop? Ich habe ganz kurz eine Folie zu mir mitgebracht. Wer bin ich? Ich bin Doktorin der Ernährungswissenschaften. Ich habe 2002 mein Studium abgeschlossen mit dem Doktorat und seitdem bin ich als Ernährungsberaterin tätig und eben seit 5 Jahren mit der Akademie für integrative Ernährung, dass ich anderen meine Methode beibringe. Die Methode, die ich in der Arbeit mit über 8000 Menschen entwickelt habe. Ich hatte auch 10 Jahre ein Kochstudio in Wien. Ich habe über 30 Bücher geschrieben und ich unterrichte seit über 20 Jahren. Und all diese Erfahrung und alles, was hier so toll klingt, war natürlich auch ein Versuch und Irrtum, immer wieder dazulernen. Aber heute habe ich die Ausbildung geschaffen, die ich mir selber vor über 20 Jahren gewünscht hätte, weil ich habe mir das an ganz vielen Stellen mühsam zusammensuchen müssen und ich habe auch viel Lehrgeld bezahlt, sowohl bei meinen Kunden als auch bei diversen Agenturen und Anbietern. Da hätte ich mir einiges ersparen können. Und heute gebe ich anderen die Abkürzung und ein fertiges Konzept. Dass wer mag, kann sich die Abkürzung holen und sofort loslegen. Hast du dir schon einmal überlegt, Essen, Psyche, Stimmung, so, ja, wie es das so geht, glaubst du, dass da ein Zusammenhang besteht oder ist eh wurscht, was wir essen? Wenn du glaubst, dass da ein Zusammenhang ist, dann schreib mal in den Chat einmal 88. Weil zuerst haben wir schon Ja gehabt, damit ich irgendwie schon weiß, ja. Solveig, schön, dass du da bist auch. Gabriele, absolut. Ja, schreibt es einmal 88. Ist eine wunderbare Zahl, zweimal unendlich. Super, dass ihr auch dran glaubt, dass Essen und Psyche einen Zusammenhang hat. Wir haben auch etliche Psychologinnen und Psychotherapeutinnen bei uns in der Ausbildung. Die sind immer ganz fasziniert, wenn sie bei uns über die Zusammenhänge lernen. Und wie in vielen Studien, ob es Medizin ist oder Psychologie, wird noch aus meiner Sicht viel zu wenig über das Essen gesprochen. Ich möchte euch einen der wichtigsten Zusammenhänge hier auch bildlich zeigen und erklären. Unser Verdauungssystem, unser Darm, Dünndarm, Dickdarm,
ist eine ganz wichtige Zentrale. Erstens einmal, dass wir dort verdauen und unsere Nährstoffe aufnehmen. Und wir haben da ganz viele Mitbewohner. Die haben etwa 1,5 Kilo. Dort leben Bakterien in unserem Darm. Und diese Bakterien werden sehr beeinflusst durch alles, was wir essen. Die reagieren auch sehr empfindlich auf Stressbelastung. Und die Bakterienzusammensetzung verändert sich auch durch Medikamente. Vielleicht kennst du das auch aus deiner Arbeit, dass du vielleicht Menschen mit 25 oder 30 Jahren hast, die schon erzählen, dass sie so Säureblocker für den Magen nehmen, weil sie immer Sodbrennen oder Magenbeschwerden haben. Was glaubst du? Haben diese Medikamente, die man da ständig einnimmt und die wirklich von Hausärzten teilweise wie Bonbons verschrieben werden, hat das einen Einfluss auf unseren Darm und auf die Verdauungsfähigkeit? Und ich sage eindeutig ja. Wir sehen auch immer mehr, warum nehmen Allergien und Unverträglichkeiten zu, weil Menschen oft in jungen Jahren schon regelmäßig Medikamente einnehmen. Und ja, es gibt natürlich Krankheiten, Beschwerden, wo wir froh sind, dass es Medikamente gibt, aber wir müssen uns einfach bewusst sein, dass dieser Medikamentencocktail, Stress, unangepasste, falsche, minderwertige Ernährung, dass sich da einfach sehr viel verändert in der Darmflora, im Mikrobiom. Und wir haben aber vom Darm eine Verbindung zum Gehirn, die sogenannte Darm-Hirn-Achse. Und diese Verbindung bedeutet, dass da ständig Kommunikation stattfindet. Und wenn jetzt zum Beispiel manche Botenstoffe im Darm nicht gebildet werden, dann hat das einen Einfluss auf unsere Stimmung und auf unsere Gehirnfunktion. Wir haben in dieser Darm-Hirn-Achse den sogenannten Vagusnerv. Das ist eine ganz, ganz wichtige Verbindung. Auch über den Blutkreislauf werden Botenstoffe transportiert. Und mit Botenstoffen meine ich unter anderem auch Hormone und auch die Reizweiterleitungen über unser Nervensystem. In der Fachsprache sagen wir, im Darm bilden wir neuroaktive Substanzen. Das sind eben diese Botenstoffe. Und vielleicht hast du schon einmal vom Dopamin gehört. Das Dopamin wird zum Beispiel in Gehirnarealen gebildet, wo so unser Belohnungssystem auch funktioniert. Und ein ganz wichtiger Botenstoff ist das Serotonin, auch bekannt als Glückshormon. Und diese beiden Botenstoffe, Dopamin und Serotonin, haben einen wirklich bedeutsamen Einfluss auf unsere Stimmung. Und genau genommen werden 95% vom Serotonin im Darm gebildet. Wie glaubst du, geht es Menschen, wenn ein totales Chaos im Darm vorherrscht? Reizdarm, Durchfall, ständig Blähungen, Verdauungsstörungen, Allergien, Unverträglichkeiten. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir auch bei den Botenstoffen, bei der Kommunikation ins Gehirn Störungen haben. Und deswegen ist für mich immer der wichtigste Ansatz, wenn es Stimmungsschwankungen gibt, depressive Verstimmungen, dass man auf jeden Fall auch einmal drauf schaut, wie schaut die tägliche Ernährung aus? Gibt es Nährstoffe im Essen und ist der Körper überhaupt in der Lage, die Nährstoffe aufzunehmen? Oder hat jemand ein Reizdarmsyndrom und hat 15 Mal am Tag Durchfall und alles rinnt nur durch, ohne dass die Nährstoffe überhaupt im Körper ankommen? Unser Bauch hat Hirn über diese Darm-Hirn-Achse. Das ist eine ganz besondere Verbindung. Und wir haben, hat früher, ich glaube, der Paracelsus schon gesagt, der Tod sitzt im Darm und vieles beginnt wirklich in unserem Verdauungssystem. Und wenn du dich erinnerst, am Montag haben wir über traditionell chinesische Medizin gesprochen.
übers Dreierwärmersystem, übers Kochtopfmodell. Das ist eine ganz wichtige Basis über die Bekömmlichkeit, den Darm möglichst gut zu unterstützen, weil 90% der Informationen werden von unten nach oben geleistet. Und darum ist eine der Basisarbeiten, die wir in der integrativen Ernährung tun, schauen, dass das Bauchgefühl gut ist. Und ein gutes Bauchgefühl bedeutet, dass du satt und zufrieden bist nach dem Essen, dass du keine Blähungen, keinen Durchfall, keine Verstopfung, kein Unwohlsein hast. Und die meisten Menschen haben aber heute Riesenverdauungsprobleme. Es wird wenig darüber gesprochen, weil es auch ja, oft ein mit Scham behaftetes Thema ist. Aber da haben wir unendlich viel zu tun. Und in der Darmwand sitzen etwa 100 Milliarden Nervenzellen. Und das ist mehr, als wir im Rückenmark haben. Und wenn dort chronisch entzündliche Prozesse laufen, hat es auf den ganzen Körper Auswirkungen. Also ich möchte damit einfach einmal die Wichtigkeit des Essens auch für psychische Herausforderungen mitgeben. Bitte aber ganz wichtig, wenn jemand eine ernsthafte Depression oder eine ernsthafte psychische Störung hat, das kann die Ernährung auch nicht alles heilen, aber die Ernährung ist ein wichtiger Baustein, um einfach zusätzliche gute Unterstützung zu geben oder vor allem präventiv auch dazu beizutragen, dass sowas gar nicht auftritt. Und jetzt habe ich schon das erste Geschenk für euch mitgebracht. Ich habe ein Buch mit einer Psychologin gemeinsam geschrieben, mit der Magister Lisa Tomaschek-Habrina. Da haben wir das Thema Kopfhirn, Darmhirnachse gemeinsam ausführlich beschrieben und bearbeitet. Und wir haben als Rezepte Bowls. Also Bowls sind ja wunderbare, bunte, hochwertige, preisgünstige, schnell verfügbare Speisen. Und wir stellen dir heute eine Leseprobe von dem Buch mit Rezepten zur Verfügung. Da kannst du das, was ich jetzt zur Darm-Hirn-Achse erzählt habe, auch noch in Ruhe nachlesen. Da geht es darum, Essen für mentale Stärke. Das ist jetzt einmal ich sage einmal, auf Zellebene wichtig. Die Ernährungspsychologie geht aber noch einen Schritt weiter. Die wichtigste Aufgabe in der Ernährungspsychologie ist wieder ein gutes, entspanntes Verhältnis zum Essen zu fördern. Und das ist durchaus heute schon eine ziemliche Herausforderung, weil so viel unterschiedliche Meinungen, Diättrends, die ganzen Influencer auf Social Media, die wieder sagen, das ist das einzig Wahre. Die Menschen sind schon sehr verwirrt und verunsichert. Und wir leben auch in einer Zeit der Verbote und wo Selbstbeschränkungen stattfinden. Und wie wir wieder ein gutes Verhältnis zum Essen fördern können, werden wir jetzt dann besprechen. Ein Beispiel von der Nicole, sie ist Psychotherapeutin und hat auch bei uns die Ausbildung gemacht. Und sie arbeitet vor allem mit Menschen. Michi, irgendwie hüpft meine Präsentation immer von selbst herum, warum auch immer. Sie arbeitet vor allem mit Patientinnen mit Lipödem. Lipödem ist eine Stoffwechselstörung, die sehr viel Leid bei Frauen verursacht, weil es meistens nicht erkannt wird und nicht adäquat behandelt wird. Und die Nicole sagt eben, integrative Ernährung macht es für die Kunden leichter, die Informationen anzunehmen, dass es einen echten Mehrwert gibt. Weil wenn man schon so mit so einer chronischen Erkrankung so betroffen ist, wo man eh schon verzweifelt ist, von einem Arzt zum anderen gelaufen ist, ist noch viel wichtiger, da sanft und unterstützend vorzugehen. Und da haben wir heute gleich unseren ersten Gast mitgebracht, die Monika. Und irgendwie hüpft die Präsentation immer von selbst herum. So, jetzt bleibt's. Monika, bist du da? Darf ich dich gleich dazu bitten? Ich Und bin da.
Danke, dass du auch diese Bilder von dir geteilt hast, die ja wirklich sehr beeindruckend sind. Und erinnere dich einmal vor 7 Monaten, wie wir das erste Mal miteinander gesprochen haben. In welchem Zustand warst du da? Gruselig. Also echt gruselig. Mir ist gar nicht gut gegangen. Ich hoffe, ich darf Bayerisch reden. Versteht mich da jeder oder muss ich Untertitel verwenden? Ich verstehe dich gut, und wenn wer was nicht versteht, dann einfach fragen. Red so, wie der Schnabel Genau. gehört. Ja. Nein, mir ist wirklich gar nicht gut gegangen. Also ich bin ja ganz lange irgendwie auf der Reise gewesen mit, dass ich irgendwas finde, was mir hilft aus den Verdauungsstörungen, aus den Depressionen, aus eigentlich dem kompletten Loch raus, dass ich sage, irgendwie, ich kann alles essen, was ich mag und nichts bleibt hängen. Ständig Verdauungsprobleme, immer, also auch Depressionen, schlechte Haut, das komplette Programm eigentlich, dass du sagst, für was stehe ich in der Früh noch auf, weil eigentlich tut da alles weh und du hast auf gar nichts mehr Lust, du hast keinen Antrieb, du bist müde. Es war irgendwie alles scheiße, muss ich sagen. Trotzdem hast du die Kraft und den Mut aufgebracht, bei uns die Ausbildung zu machen. Und was würdest du rückblickend sagen? Was war so ein bisschen diese Ursache, dass es dir da mit der Verdauung vor allem so schlecht gegangen ist? Was war anders oder was hast du jetzt verändert? Also in erster Linie war natürlich das falsche Essen, also vor allem Rohkost, vermeintlich gesund, weil es das ja vom Fernsehen, wo überall kriegst, das irgendwie so geimpft, du musst Rohkost essen oder auch sämtliche Zeitschriften, irgendwelche Diäten hat man ja alles durchklappert, weil ich halt damals doch relativ, also als Kind auch recht beleibt war bis zum 15. Lebensjahr und bin mit 11 schon zum Heilfasten gegangen, was jetzt nicht wirklich gut war. Und man macht halt jeden Trend mit, Leid, egal ob es jetzt gesund ist oder nicht. Hauptsache wenig Kalorien und die Psyche leidet natürlich auch extrem drunter, weil man immer meint, man ist trotzdem zu dick und eigentlich jetzt abschließend kann ich sagen, falsche Ernährung kombiniert mit einfach auf sich selber keine Rücksicht nehmen, auf seine Gefühle keine Rücksicht nehmen und Psyche war schon ganz früh auch. Also, dass man sagt, man ist nur im Stress, man ist nur im Dauerlauf und schaut nicht mehr, was fällt mir im Körper, wo tut es weh, wo kann die, schreit er förmlich nach Hilfe, alles und man überhört's einfach. Oder man kann es gar nicht lesen, weil man es nicht weiß. Das habe ich halt vor 7 Monaten nicht gewusst, wie ich darauf reagieren muss und das ist mir halt jetzt bewusst worden und jetzt kann ich darauf reagieren und jetzt geht es mir gut. Ich habe auch noch in Erinnerung, Monika, und danke wirklich, dass du das so offen teilst, dass du auch sehr viele Einschränkungen hattest. Das heißt, Verbote waren irgendwie so ein bisschen deine Dirigenten in der Küche. Und ich bin da immer, wie soll ich sagen, ich bin immer zutiefst dankbar, wenn jemand das Vertrauen in meine Arbeit, in die integrative Ernährung hat und sich da auch raustraut, diese ganzen Einschränkungen zu hinterfragen und ins Experimentieren zu gehen. Und du bist ja unsere Experimentierkönigin. Also du hast ja wirklich alles immer gleich ausprobiert. Aber was war da in dir? War das der Gedanke, ich habe nichts mehr zu verlieren? Ich tue jetzt, was die Claudia sagt? Oder was hat dich dazu gebracht, da auszubrechen aus diesen Schranken, die du hattest? In erster Linie war ja ich dann körperlich komplett am Ende und habe nicht einmal mehr nur ein Joghurtglasl aufschrauben können, da habe ich meinen Mut dazu gebraucht. Das war einfach der Versuch, auch diese neuen Sachen, die mir da vorgeschlagen worden sind, von Pseudogetreide bis wirklich Goji-Beeren, Jujube-Dattel, habe ich vorher nie gehört. Das einfach mal ausprobieren, geschmacklich. Bei uns weißt du halt, was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. Und wenn du das halt so eingebläut kriegst, von Kindesbeinen an, dann traust du dir an so Sachen nicht hin. Vom Dickwerden habe ich in dem Moment keine Angst gehabt, weil ich tatsächlich einfach innerhalb von 4 Monaten 8 Kilo abgenommen gehabt habe und gewusst habe, ich muss jetzt irgendwie ein bisschen Material wieder aufbauen, weil sonst geht es einfach nicht mehr. Und deswegen habe ich mich hingetraut und habe gemerkt, man nimmt trotzdem nicht so rasant zu, dass ich jetzt wieder auf 95 Kilo bin. Also ich habe jetzt genau in den 7 Monaten 2 Kilo zugenommen. Also jetzt noch nicht das, was ich haben will, aber ich habe wieder Kraft, ich habe wieder Elan, ich kann wieder, also Depressionen sind komplett weg bei mir. Ich habe gute Laune, ich stehe gern auf. Also mir geht es einfach nur gut. Und das ist halt für mich der Grund, auch, dass ich weitermache und da auch gern weiter experimentiere, weil mir das echt gefällt. Also das tut mir gut, merklich.
Und nicht nur mir, sondern meine Familie merkt ja auch, dass es mir gut geht. Und die blühen ja alle regelrecht auf und profitieren halt auch von dem, was ich da gelernt habe. Also auch mein Bub vor allem, der ist jetzt 10, der fragt mir Löcher im Bauch und möchte alles irgendwie umsetzen und ist da sehr experimentierfreudig, muss ich ehrlich sagen. Bin ich auch froh. Wahnsinn. Also ich durfte es ja miterleben von Woche zu Woche und kann dir da echt nur beglückwünschen, wie du da für dich eingestanden bist und das auch durchziehst. Wie würdest du das denn zusammenfassen? Was sind denn so diese 2 bis 3 Dinge von der integrativen Ernährung, die für dich diese Veränderung bewirkt haben? Also in erster Linie auch die Sicht aus der traditionell chinesischen Medizin, weil das für mich halt sehr greifbar ist durch die Einfachheit eigentlich. Dann auch das Wissen über, also das Westliche einfach, dass man sagt, so und so viel Eiweiß brauchst du, die Fette sind gut und so weiter. Einfach dieser ganze Input, wo ich weiß, wenn ich mir jetzt da den Cocktail zusammenstelle, für mich persönlich, und warm essen, du viel warm essen, weil das ist alles bei mir weg gewesen. Mir friert es ja pausenlos mittlerweile tatsächlich nicht mehr. Einfach die Umsetzung, das war für mich so wichtig, dass ich die Grundlage kriege plus das Umsetzen. Und das waren eigentlich die drei Sachen, die wo ich gebraucht habe dazu. Also TCM, die westliche Sicht, die Bausteine, alles zusammensetzen und eben, wie es umsetzen muss, plus Rezepte, Ideen und so weiter und so fort. Das war für mich echt einfach top und einfach zum Umsetzen. Und jetzt bist du fast fertig mit der Ausbildung. Das letzte Modul fehlt noch. Also wir sind da jetzt echt schon im Endspurt, dass du dein Zertifikat in den Händen hast. Ich wünsche der Moni, dass das so weitergeht und du bist wahnsinnig unterstützend auch in der Gruppe. Ich mag alles, was du teilst aus deinem Garten und was du weitergibst. Und ich kann euch nur empfehlen, folgt ihr auf Instagram, auf Facebook. Sie teilt wertvolle Inhalte. Inzwischen gibst du das Wissen auch schon weiter und bist jetzt am Start als integrative Ernährungsexpertin, auch anderen zu helfen. Ich weiß, du Genau. willst deinen Sohn gemütlich ins Bett bringen. Danke, dass du da warst, liebe Moni. Sehr Und gerne. danke auch für deine Offenheit und man sieht, welche Kraft du jetzt auch wieder hast und möge es so bleiben, ganz, ganz lange. Ich sage lieben Dank für die Einladung und wünsche noch einen schönen Abend. Ja, danke dir. Ja, das war jetzt, was Ernährung wirklich für Kraft hat. Und ich sage aber immer, es ist nicht das Essen allein, es sind die Menschen, die dann auch für sich losgehen und das auch verändern. Und das macht die Monika großartig. Und unter mygesundheit.com findet sie auch die Website von der Monika. Ja, ich habe das Thema angesprochen mit den Verboten oder dass man auch wieder darauf vertraut, dass Essen einem was Gutes tut. Weil wenn man so viele negative Erfahrungen hat, ist das oft ein großer psychologischer Schritt, da auch das eigene Denken zu verändern. Und ich habe euch da jetzt ein bisschen Input aus der Ernährungspsychologie mitgebracht. Das ist das Thema kognitive Verzerrungen. Der Begriff kognitive Verzerrung kannst du dir vereinfacht auch mit Glaub nicht alles, was du denkst, überschreiben oder sogenannte Denkfehler. Was ist mit diesen Denkfehlern gemeint und wie kannst du das auch erkennen und vor allem, wie gehst du damit um? Ich gebe da ein Beispiel. Du bist vielleicht einmal im Urlaub oder triffst dich mit einer Freundin zum Frühstück. Und dann isst du ein Croissant oder vielleicht sogar ein Schokocroissant. Was geht dann in deinem Hirn los? Ist dann dein Tag im Eimer? Wer kennt es? Du isst einmal was, was du normalerweise nicht isst, was bei dir auch so ein bisschen als verbotenes Lebensmittel gilt. Und hast du dann so Gedanken wie, jetzt ist eh schon wurscht, der Tag heute ist definitiv im Eimer. Und diese Aussage ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für so eine kognitive Verzerrung. Das ist etwas, was wir uns selbst einreden und was wir dann, und das ist das Tragische daran, wir halten das dann auch für wahr. Und was macht das für uns, wenn wir uns das einreden und wir das für wahr halten? Es macht uns schlechtes Gewissen, es führt zu negativen Gedanken und das geht sogar so weit, dass unser Körper Stresshormone ausschüttet
Und das ist gerade wieder im Bauch, im Verdauungssystem nicht gut. Wenn wir aber jetzt ein bisschen genauer drauf schauen, wenn wir die Emotionen mal rausnehmen, ja, du hast ein Schokocroissant zum Frühstück gegessen, aber faktisch ist da jetzt nichts Dramatisches passiert. Wenn du in der Früh ein Schokocroissant isst, ist nicht der ganze Tag ruiniert. Es ist einfach, du hast jetzt ein Schokocroissant gegessen. Und dadurch, dass wir aber dann mit diesem schlechten Gewissen darauf reagieren, ist das auch eine Art Trick von unserem Gehirn, wo unser Gehirn uns Dinge einredet, die schlicht nicht stimmen. Und dieses Einreden, diese kognitive Verzerrung führt aber dann dazu, dass die nächsten Handlungen beeinflusst sind. Weil du denkst ja jetzt vielleicht, ich werde sowieso nie schaffen, meine Essgewohnheiten zu ändern. Dann holst du dir vielleicht beim Mittagessen auch noch einen Nachschlag oder bist vielleicht in einem Restaurant und bestellst dir die Pizza, die da auch nicht so gut tut. Das heißt, du bist dann in so einem Teufelskreis, wo sowas wie selbsterfüllte Prophezeiungen stattfinden. Und diese kognitiven Verzerrungen, die kommen aus unterschiedlichen Ecken daher. Das eine ist das Gedankenlesen. Das Gedankenlesen ist zum Beispiel, wenn du voreilige Schlüsse darüber ziehst, was vielleicht andere von dir denken. Also du bist mit der Freundin in der Pizzeria und vielleicht denkst du dir, die findet sicher komisch, wenn ich jetzt eine Gemüsesuppe, eine Minestrone statt einer Pizza bestelle. Wir sind ja in die Pizzeria gegangen, um eine Pizza zu essen. Das heißt, du glaubst zu wissen, was deine Freundin denkt und isst nicht die für dich vielleicht besser geeignete Minestrone, sondern machst wegen dieser kognitiven Verzerrung, dass du dir eine Pizza bestellst. Ein anderes Beispiel ist dieses Alles- oder Nichts-Denken. Du ordnest alles in irgendeine Kategorie ein oder denkst auch in so Extremen wie, ich werde sowieso nie schaffen, die 5 Kilo abzunehmen. Oder ich werde nie schaffen, auf Süßes zu verzichten. Das heißt, das ist gleich dann so als ein übermäßiges, extremes Denken. Eine dritte kognitive Verzerrung sind wenig hilfreiche Regeln. Das heißt, wenn du dir ganz strenge Ziele auferlegst oder wenn deine Kunden so ganz strikte Regeln haben, wie man muss seinen Teller leer essen, weil man es vielleicht zu Hause, weil es immer geheißen hat, und jetzt noch ein Löffel für die Tante Maria und noch ein Löffel für den Papa und wenn es nicht aufisst, wird es morgen Wetter nicht schön. Das sind völlig unsinnige Regeln, aber die führen bei uns zu Denkfehlern. Und dann gibt es noch dieses Schubladendenken, wo du Essen in gut und schlecht einteilst, so wie Pommes sind schlecht, Joghurt ist schlecht. Das kann man so nicht sagen. Es kommt auf die Menge drauf an, es kommt auf die Kombination drauf an, aber ein Lebensmittel an sich ist nicht in der Schublade schlecht. Und dann gibt es auch noch so diese Hineinsteigergeschichten, so wie ich am Anfang das Beispiel gesagt habe, ich hatte das Schokocroissant und mein Tag ist im Eimer. Und für solche Denkfehler sind, so müssen wir zur Wahrheit leider hinschauen, sind Frauen leider sehr anfällig. Arbeitet ihr mit Frauen oder bist du selbst betroffen? Nummerier es einmal von oben durch. Gedankenlesen ist eins, alles oder nichts denken ist zwei, drei ist wenig hilfreiche Regeln. Was kommt dir bekannt vor oder was erzählen dir deine Kunden? Und vor allem auch Menschen, die therapeutisch tätig sind, die haben auch ein bisschen einen Hang zu diesen Denkfehlern. Frauen, wie gesagt, auch ganz, ganz häufig. Und warum sind Frauen und Therapeuten so anfällig dafür, weil da immer so dieser Perfektionismus da ist. Also wir wollen immer alles perfekt machen und wir glauben, jeder noch so kleine Fehler macht alles zunichte. So quasi, wenn ich nicht alles über TCM weiß, dann kann ich nicht erfolgreich sein. Was ist das?
ein Denkfehler, eine kognitive Verzerrung. Oder wenn ich keine eigene Praxis habe, werde ich nie Geld verdienen. Oder wenn ich mich auf Social Media nicht auskenne, ist unmöglich, erfolgreich zu sein. Das sind alles Denkfehler, wo uns unser Gehirn einen Streich spielt. Und merk dir es jetzt einmal, zum Glück sind diese Aussagen nicht wahr. Danke, dass ein paar so ehrlich sind und sagen, kommt mir bekannt vor. Ja. Ja, das tut auch einmal gut, wenn wir wissen, wir sind nicht alleine. Also raus damit, outet euch. Diese Denkfehler haben wir leider oft. Aber das Gute ist, du bist nicht, was du denkst. Und du kannst ab sofort in die Selbstführung gehen und dir neue Geschichten erzählen und mit neuen Sätzen kannst du das Ganze überschreiben. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und unsere Kunden bei uns in allen Arten von Therapien, ich schwöre euch, die haben alle diese Denkfehler. Und wenn ihr dieses Muster mal erkannt habt, dann könnt ihr anderen Menschen sehr, sehr gut helfen. Und deswegen ist diese Ernährungspsychologie so wichtig, weil diese Dinge, die sind so anstrengend für die Menschen, dass sie dann meistens keine Zeit mehr haben, sich ein gutes Essen zu kochen, weil sie so mit ihren kognitiven Verzerrungen beschäftigt sind. Also dieses Einteilen Lebensmittel in Schubladen würde ich euch dringend empfehlen zu unterlassen. Weil da muss ich jetzt auch ein bisschen den Zeigefinger erheben. Sobald du zu irgendjemand sagst, Weizen ist schlecht, Milchprodukte ist schlecht oder das darfst du nicht oder das darfst du nicht, fütterst du genau dieses dramatische Thema. Und deswegen ist so wichtig, auch auf deine Sprache zu achten, weil es bringt die Menschen nicht weiter, wenn du ihnen Sachen verbietest. Damit bringst du sie eigentlich nur in eine psychologische Störung. Und ein gutes Verhältnis zum Essen schaut anders aus. Und wichtig ist, individuell und typgerecht mit Menschen, die für sie passende, genussvolle Ernährung zu erarbeiten und sie einzuladen, Neues auszuprobieren, ihnen einen großen Möglichkeitsraum mit ganz viel wundervollen, frischen Lebensmitteln anzubieten. Ich sage immer, ich biete den Warenkorb an, aber ich nehme ihnen nichts weg. Und es gibt dazu sowas wie eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder wenn wir es mit dem Kochen sehen, ich habe da jetzt vier Zutaten mitgebracht, was du tun kannst, damit du ein gesundes Essverhalten förderst. Und wenn du bis jetzt von Verboten gesprochen hast, dann bitte ich dich wirklich, das zu unterlassen, weil das stresst die Menschen ungemein und bringt nicht weiter. Und wenn du dir Verbote auferlegt hast, hinterfrag es auch einmal. Ich habe jetzt vier Zutaten für dich, die aus dem Teufelskreis rausführen können. Aufhören, Verbote auszusprechen und über Genuss und sich etwas gönnen arbeiten. Es gilt, ich kann jederzeit jede Art von Essen essen. Wir sind keine Diätpolizei. Mir würde mein Job keinen Spaß machen, wenn ich den Leuten ständig auf die Finger hauen müsste und sage, iss kein Schokocroissant und jetzt hast du wieder Weizen gegessen. Was für eine Katastrophe, das darfst du nicht. Ich möchte einen anderen Job in meinem Leben haben. Also Diätpolizei zu sein, ist meiner Meinung nach kein schöner Beruf. Ich möchte andere unterstützen und ich bringe auch anderen bei, wie sie wertschätzend, zielführend, nachhaltig andere unterstützen. Unsere Aufgabe ist zu helfen, dass die Menschen Zusammenhänge verstehen und damit die Menschen bessere Essentscheidungen treffen. Und damit die Menschen eigenverantwortlich ihre besseren Essentscheidungen treffen. Und das tun sie, wenn sie den Körper und Zusammenhänge besser verstehen. Das entlastet auch die Therapeutin, weil die Verantwortung liegt dann beim Kunden. Und du bist nicht mehr die Kontrollierpolizei, die die Spaßbremse für alles ist. Das macht keinen Spaß.
Es geht darum, alle Lebensmittel ohne schlechtes Gewissen zu genießen. Es gibt natürlich ein zu viel und zu wenig. Und es gibt vielleicht Phasen, wo einmal glutenfreie Ernährung gut ist. Aber da werden wir auch nicht sagen, du darfst kein Weizen essen, sondern da werden wir darüber informieren, dass es Hirse gibt, dass es Buchweizen gibt. Da werden wir super geschmackvolle, einfache Rezepte weitergeben und Lust auf das Neue machen. Weil schlechtes Gewissen oder Reue macht nur Schuldgefühle und Scham. Und Schuldgefühle und Scham sind nicht hilfreich. Sie machen das Selbstwertgefühl kaputt. Warum haben so viele Frauen ein schlechtes Selbstwertgefühl? Weil sie mit den ganzen Schuldgefühlen vom Essen auch ständig sich in eine Negativspirale hineindrehen. Wenn wir aufhören, Lebensmittel in Schubladen zu geben, dann können wir unbeschwerter essen. Und da hilft uns die TCM ganz, ganz super, weil wir da andere Informationen haben und ein anderes Verständnis über das zu viel und zu wenig, dass die Menschen bessere Entscheidungen treffen können. Und das bringt mich dann auch gleich zum Punkt 3, clever auswählen und clever kombinieren. Mit einer gewissen Achtsamkeit, gezielt, bessere Zusammenstellungen. Und wenn man die Zusammenhänge besser versteht, weiß, was Lebensmittel mit dem Körper machen. Wir fördern auch wieder dieses Bauchgefühl, dass wir spüren, was das Essen mit unserem Bauch macht, mit unserem Körper. Sind wir wach oder sind wir müde nach dem Essen? Das heißt, indem wir diese Achtsamkeit fördern, können die Menschen besser entscheiden und sagen dann vielleicht selber, ich esse keine Nudeln mehr zum Mittag, weil da falle ich ins Futterkoma. Ein Fisch mit Gemüse, da bin ich fit, da kann ich meinen Nachmittag gut gestalten. Und das passt schon zum vierten, auf den Körper hören. Wir Menschen sind unterschiedlich, Körper sind unterschiedlich und auch Tage sind unterschiedlich. Die persönlichen Bedürfe können variieren. Und darum ist so wichtig, dass wir wissen, auf welche Zeichen wir schauen, welche Fragen wir stellen. Und Ziel ist ein Essen, das satt und zufrieden macht. Und der eigene Bauch ist der beste Experte für die tägliche Ernährung. Und wir unterstützen mit gezielten Fragen, Erklärungen, Storytelling, Bildern und konkreten Anweisungen, aber Anweisungen, die leicht gehen. Das geht beim Gewichtsmanagement, bei chronischen Erkrankungen, dass wir wirklich ein besseres Verhältnis zum Essen fördern. Und mit einem guten Verständnis von der Ernährungspsychologie ist das möglich. Und dann haben wir auch einen Beruf, der uns Freude macht, wo wir wirklich anderen Menschen als Unterstützung einen Mehrwert bieten. Wie gefallen euch diese vier Zutaten? Macht das Sinn für euch? Einfach einmal wieder Ja in den Chat schreiben. Und für eine kognitive Verzerrung, für einen Denkfehler, der sehr weit verbreitet ist, habe ich jetzt sowas wie ein Mantra, wie einen Satz für euch mitgebracht. Liest ihr den Satz einmal durch oder sprich ihn am besten auch laut mit. Ich kann unperfekt erfolgreich sein. Wir führen immer wieder Gespräche, wo Menschen schon zig Ausbildungen gemacht haben und sie haben aber Angst, rauszugehen und was umzusetzen, weil sie immer noch glauben, sie sind nicht gut genug und sie wissen irgendwas nicht perfekt. Die Perfektionsfalle ist der größte Verhinderer und hält davon ab, zu handeln oder Fortschritte zu machen. Und so ist auch beim Essen. Ich kann unperfekt 10 Kilo abnehmen. Ich kann unperfekt meinen Muskelanteil im Körper erhöhen mit meinen Trainings. Ich muss nicht perfekt sein. Und lass uns jetzt gemeinsam diesen Satz einmal 10-mal durchlesen und am besten laut mitsprechen. Du kannst auch gern die Augen schließen, wenn es dann tiefer in dich reingeht. Aber ich möchte, dass du das wirklich einmal spürst. Du darfst den Perfektionismus loslassen und du darfst auch andere dabei unterstützen, dass die den Perfektionismus loslassen,
Weil was treibt Menschen in den Burnout? Perfektionismus dran. Perfektion ist nicht möglich. Niemand ist perfekt. Es wäre auch langweilig, wenn wir perfekt werden. Gott ist nicht perfekt. Es passiert so viel auf unserer Welt. Wenn Gott perfekt wäre, hätte man nicht so viel Katastrophen und Leid auf der Welt. Keine Schneeflocke ist perfekt, weil jede schaut anders aus. Perfektion ist völlig sinnlos. Ich werde nie das perfekte Kochbuch schreiben können, weil sobald ich das Manuskript abgebe und eine Fortbildung mache, würde ich das Buch schon anders schreiben. Das heißt, es ist immer nur so gut, wie ich es heute mache. Also, lass uns 10-mal den wichtigen Satz miteinander sagen. Macht's ihr mit? Ich kann unperfekt erfolgreich sein. Ich kann unperfekt erfolgreich sein. Ich kann unperfekt erfolgreich sein. Ich kann unperfekt super erfolgreich sein. Mitsprechen, Simone. Ich kann unperfekt erfolgreich sein. Antonie, Eva, Sabine, mitsprechen. Ich kann unperfekt erfolgreich sein. Beate, Monika, Silvia, ich kann unperfekt erfolgreich sein. Spürt schon, wie es leichter wird? Dreimal haben wir noch. Ich kann unperfekt erfolgreich sein. Ich kann unperfekt erfolgreich sein. Ich kann unperfekt erfolgreich sein. Spür's einmal in deinem Herzen. Und ich bin das beste Beispiel dafür. Bin ich perfekt? Bin nicht super schlank, ich bin nicht super beweglich, aber ich bin sehr erfolgreich. Unperfekt. Es geht. Wir dürfen das. Super, Pia, du kannst super erfolgreich sein. Claudia, genau, dieses Mantra geht tief. Sagt es euch ruhig mehrmals täglich. Ich schenke euch das. Und bitte nehmt euch das mit. Perfektion verhindert so viele Träume, dass sie wahr werden. So, ich habe jetzt Gänsehaut. Das war jetzt sehr magisch. Aber lasst uns noch ein bisschen weitermachen. Wir haben ja noch einiges vor. Ich habe euch jetzt ganz viel Input gegeben von der Ernährungspsychologie und gebe euch ein bisschen als Aufgabe mit. Beobachte deine Gedanken, deine Stimmungen, deine Verhaltensmuster. Gibt es bei dir auch irgendwie so ferngesteuerte Gedanken, die du kaum bremsen kannst? Ich lade dich ein, statt mit Verboten mehr mit neuen Rezepten und Zutaten zu arbeiten, auch in deiner Arbeit, wenn du es weitergibst. Und sag wirklich täglich mehrmals den Satz, ich kann unperfekt erfolgreich sein. Und wir haben noch immer unser Gewinnspiel laufen. Wenn du etwas postest auf Facebook oder Instagram, dass du jetzt beim Workshop dabei bist, dass du irgendwas Spannendes gelernt hast, dann teile deine Erkenntnisse. Und ich glaube, wir haben einen Tippfehler beim Hashtag hier, Michi, gell? Ja. Das soll nämlich Hashtag Campus Integrativ 2024 heißen. So, was ist dein Aha-Erlebnis heute? Was ist dein Diamant? Was nimmst du dir mit? Ich werde jetzt gleich unser Jubiläumsangebot vorstellen. Dann kommt die Simone noch rein und dann werden wir noch über künstliche Intelligenz sprechen. Aber schauen wir mal, was du dir jetzt schon mitgenommen hast. Miriam, die ferngesteuerten Momente. Ja, super. Ingrid, ich kann unperfekt erfolgreich sein. Sehr gut. Keine Verbote, das Mantra. Super. Mach mal kurze Rekapitulationsrunde, was nimmst du dir heute mit? Darm-Hirn-Achse auch ganz wichtig. Es gibt keine bösen Lebensmittel.
Super, Jovita. Also ich finde, ich bin auch so demütig und dankbar, dass wir alles zur Verfügung haben. Es gibt noch so viele Teile auf der Welt, wo Menschen Hunger leiden, wo sie kein sauberes Trinkwasser haben. Ich finde es auch ziemlich anmaßend, wenn wir auf einmal sagen, dieses Lebensmittel ist schlecht. Also ich würde mir da manches Mal ein bisschen mehr Demut wünschen, zur Erlaubnis. Super. Aber wie gesagt, es gibt ein zu viel und ein zu wenig. Und Menschen können bessere Entscheidungen treffen, wenn sie spüren und Zusammenhänge erkennen. Über den Genuss ist die Veränderung viel leichter möglich als über die Verbote. Ja, und damit dein Baum Früchte trägt, ist natürlich auch wichtig, dass deine Wurzeln gut genährt sind. Das heißt, dass auch die Ernährung für dich passt. Wir sehen bei uns in der Ausbildung immer wieder, so wie bei der Monika, dass sich auch persönlich so viel verändert. Und das gibt dir natürlich auch mehr Kraft, mehr Resilienz, deine beruflichen Pläne zu verwirklichen, deinen Alltag zu meistern. Also du wirst auch auf persönlicher Ebene dich gut nähern und stabil verankern, dass du dann losgehen kannst, damit du selbstsicher mit voller Kompetenz auftreten kannst, dann bist du nämlich auch sowas wie ein Magnet für deine Kunden. Verkaufen, deine Programme, deine Angebote verkaufen ist Energie. Und darum ist deine eigene Energie auch so wichtig. Und die eigene Energie hängt mit deinem Essen zusammen. Hier ein Beispiel von der Sonja, die eben auch sagt, es hat sich sofort bezahlt gemacht. Ich hätte nie den Mut gefunden, meine Praxis auf neue Beine zu stellen. Sie hat sich genährt, sie hat sich mit dem Essen gut genährt und dann hat sie die Kraft aufgebracht. Ja, was ist der Sinn von meiner Akademie für integrative Ernährung? Meine Vision ist, gemeinsam mit anderen mindestens 1 Million Menschen durch Ernährung gesünder zu machen, dass sie vitaler sind und mehr Lebensfreude zu haben. Ich sage ganz ehrlich, mir geht alles, was so Industrie und Politik machen, viel zu langsam. Wenn ich mir teilweise anschaue, was in Krankenhäusern zum Essen gibt, was im Kindergarten zu essen gibt, da steigen mir teilweise die Grausbirnen auf. Und es nutzt aber das Jammern nichts, Schimpfen nutzt nichts. Ich habe für mich beschlossen, jeden Tag aufzustehen und meinen Beitrag zu leisten. Und ich kann das täglich tun. Ich habe immer mehr in meiner Community, die diesen Weg gemeinsam mit mir gehen. Das macht unheimlich Freude. Und ich ziehe natürlich auch Menschen an, die ähnliche Werte haben wie ich. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig. Und deswegen hier meine wichtigsten Werte. Der Respekt ist mir ganz wichtig. Wenn sich jemand vegan ernähren will, dann ernährt sich die Person vegan und ich werde das respektieren und werde diese Person bestmöglich unterstützen. Freiheit ist ein großer Wert für mich. Gesundheit ist Freiheit. Ich glaube, es gibt keine größere Freiheitsberaubung, als wie wenn du chronisch krank bist. Mut ist für mich sehr normal, voranzugehen, nicht wegzuschauen, etwas zu tun. Manche sagen, sie schauen sich das ein bisschen ab bei mir. Für mich ist es völlig normal. Ich kann nicht anders. Und Authentizität, Begeisterung, Toleranz sind weitere Werte. Und auch ich habe an mir arbeiten müssen. Ich habe einiges an Persönlichkeitsentwicklung hinter mir. Ich habe mir ja auch gedacht, wie kann ich eine Akademie machen? Darf ich das? Ja, ich darf das. Und gerade wie immer öfters die Anfrage gekommen ist, Claudia, lass uns von deiner Erfahrung profitieren, bitte gib dein Wissen weiter, bin ich halt auch raus aus der Komfortzone und habe den Schritt gewagt, habe die GmbH gegründet, habe Team aufgebaut, habe auf Online umgesattelt. War es immer leicht? Nein, aber es hat jeden Tag Spaß gemacht. Und vor allem das Ergebnis ist wahnsinnig schön und befriedigend. Wir haben ganz viele Therapeutinnen bei uns in der Ausbildung. Wir haben auch etwa 30% Privatpersonen, die es für sich machen. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass wir eben auch durch dieses konstruktive Feedback, das wir immer wieder bekommen haben, dass wir verbessern, dass wir weiterentwickeln.
dass wir immer wieder ausgezeichnet werden und dass wir auch eine schöne Präsenz haben. Und das lässt mein Herz mit tiefer Dankbarkeit schlagen, weil wir auch auf Proven Expert eigentlich fast nur 5-Sterne-Bewertungen kriegen. Wir sind auf 4,91 von 5, von 75 Bewertungen. Da kann ich einmal nur ein großes Danke sagen. Das zeichnet mein Team aus, das zeichnet unsere Arbeit aus, unser Tun, aber vor allem auch die Menschen, die dabei sind und mitmachen und unsere Ausbildung nutzen. Und hier könnte dein Name stehen. Die Monika ist jetzt nach 7 Monaten schon fast fertig. Wir haben 8 Module. 7 hat sie schon abgeschlossen und sie ist immer so super schnell unterwegs. Da wird jetzt in Kürze ihr Name draufstehen und auch dein Name könnte hier auf dem Zertifikat stehen in wenigen Monaten. Und ich lade dich da wirklich einmal ein, stell dir das auch vor, wie sich das anfühlt. Du machst ein Postkastel auf oder der Briefträger bringt dir ein schönes Kuvert. Es ist ein bisschen fester, ein bisschen schöner, ein bisschen dicker. Und da ist ein Zertifikat drinnen, das du dann stolz in den Händen hältst. Und ich sehe immer wieder, dass viele, vor allem viele Frauen schon viele Ausbildungen haben. Also sie sind Wissensriesinnen, aber leider oft Umsetzungszwerge. Und dieser Zwerg der Umsetzung zeigt sich leider in der leeren Geldbörse. Das heißt, viel gelernt, viel Geld ausgegeben für Ausbildungen, aber leider noch nicht monetarisiert und noch nicht in der Lage, das Wissen auf die Straße zu bringen. Und wir, ah, das ist jetzt die Folie, so. So. Wir wollen aus Wissensriesinnen auch Umsetzungsriesinnen machen. Und hier ist ein Foto von unserem letzten Live-Treffen in Wien. Das sind ein paar so Umsetzungsriesinnen. Und das ist wunderbar zu sehen, wie aus der leeren Geldbörse dann endlich eine volle wird und wo die eigenen Wünsche nach Erfolg, selbstbestimmt arbeiten, eine Berufung zu haben, also einen Beruf mit Sinn, wie das wirklich verwirklicht wird. Und deswegen sage ich, integrative Ernährung ist wirklich ein Vehikel für ein Leben mit Genuss und Fülle. Es ist möglich. Und ich lade dich ein, da ein bisschen in die Vorstellung zu gehen. Beratungsgespräche, die sich leicht anfühlen. Kunden, die umsetzen, eigenverantwortlich. Du musst ihnen nicht ständig was verbieten. Kunden, die umsetzen und von Erfolgen berichten und dich weiterempfehlen, führen automatisch dazu, dass dein Business läuft. Du hast dann Werbeträgerinnen, die herumlaufen und andere zu dir schicken, weil sie zufrieden sind. Und natürlich brauchst du noch ein bisschen Struktur und ich kann dir auch helfen mit vorbereiteten Unterlagen, fix und fertig, dass du da sehr schnell auch Prozesse hast, wie du mit diversen Programmen mit Kunden arbeiten kannst. Und Ziel ist natürlich mehr Zeit für dich, für deine Familie. Du sollst fair und gut bezahlt werden. Und im Idealfall hast du dann ein Business, das so gestaltet ist, wie es für dich und zu dir passt. Und spür mal hin, wie fühlt sich das an? Und die Asiaten sagen aber, nur vom Reden wird der Reis nicht gekocht. Das heißt, es gilt halt dann auch, eine Entscheidung zu treffen. Und für mich gibt es da immer so 4 Fragen, die ich mir stelle vor Entscheidungen. Vor allem, wenn es Entscheidungen sind, die mich ein bisschen nervös machen, weil eine Investition damit verbunden ist. Eine Investition in Zeit, weil für ein Programm oder eine Ausbildung braucht man Zeit und man braucht auch Geld dafür. Und ich stelle mir dann immer die Frage, könnte es Freude machen? Also überleg dir, könnte es Freude machen? Könnte es was Gutes auf die Welt bringen? Hast du den Eindruck, dass du von mir was lernen kannst? Und
Glaubst du, dass mein Team und unsere Gemeinschaft einen Mehrwert für dich haben? Das sind vier Fragen. Wenn du nur eine oder zwei davon mit Ja beantwortest, dann würde ich jetzt weiter dabei bleiben und mir das Angebot anschauen. Und vielleicht beantwortest du sogar alle vier Fragen mit Ja. Und wenn da irgendwo ein Ja ist, wir haben jetzt ein 5-Jahres-Jubiläumsangebot. Wir haben 8 Module in unserer Ausbildung. Es ist eine Grundausbildung in der chinesischen Medizin und eine Grundausbildung in der Ernährungswissenschaft. Wir haben einen hohen Schwerpunkt pflanzlicher Ernährung, Coaching und Beratungstechnik. Wir sprechen natürlich auch, wie es die Monika angesprochen hat, über Fette, über Cholesterin, TCM und Emotionen, über chronische Erkrankungen. Wir schauen uns natürlich auch Immunsystem, Mineralstoffe, Vitamine an, Stoffwechsel generell, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, PCO, polyzystisches Ovarsyndrom. Wir werden über Getränke, über Detoxkuren sprechen. Das ist so die Grundausbildung, dass das Grundverständnis da ist. Dann haben wir noch Spezialthemen, alles über Allergien und Unverträglichkeiten. Das Thema Schilddrüse ist ganz, ganz wichtig. Stress, Ernährungspsychologie ist bei den ersten 5 Modulen schon überall dabei, über die Beratungstechnik. Aber wir haben im Modul 7 noch einen Schwerpunkt Psychologie, wo es auch um die Essstörungen geht. Und dann haben wir noch ein ganz umfangreiches Modul, alles zum Thema Frauen, Genderernährung, Schwangerschaft, Stillzeit, Kinder, Wechseljahre und ja, auch die Männer haben Wechseljahre. Also auch wenn da Frauen sehr im Mittelpunkt sind, wir werden auch über die Männergesundheit sehr viel sprechen. Wir haben auch Männer bei uns in der Ausbildung. Wenige, aber wir haben welche und wir freuen uns über jeden Mann, der auch Lust hat, unsere Gemeinschaft zu bereichern. Yin und Yang, es braucht beides. Wir lernen im ersten Monat und wir steigern dann, gehen immer tiefer und komplexer hinein und verknüpfen alles. Und hier ein paar Feedback schon aus den ersten Modulen. Unsere Studentinnen beginnen teilweise mit dem ersten Tag schon zu arbeiten und es umzusetzen. So, jetzt hüpft das wieder. Die Regula sagt, ich habe schon mein erstes Beratungsgespräch gehabt und hat schon weitergegeben. Die Isabel hat schon einen Elternvortrag zum Thema Zucker und die Tricks mit Kinderlebensmitteln angefangen und sie hat gleich den Mut gefasst und die Kita-Leitung angesprochen und die waren so begeistert von der Idee und haben gleich gesagt, ja, bitte schnell umsetzen. Das passiert in den ersten Wochen von der Ausbildung. Wir geben dir das alles an die Hand, dass du sofort damit raus kannst und auch Geld verdienen. Du bekommst wirklich unsere Schätze, Konzepte, Arbeitsmittel, fertiges Konzept für die Detox-Kur. Die Mirelle, eine Studentin, hat ein Buddy-System entwickelt, wo sie ab Tag 1 mit 5 oder 6 Kunden gegen Bezahlung schon gearbeitet hat. Und wie sie das gemacht hat, die Vorlage für den Flyer und alles, hat sie zur Verfügung gestellt für andere Studentinnen. Fertige Beratungskonzepte, ein Vortrag zum Thema Heißhunger-AD, Vortrag zum Thema Gesund durch den Winter mit dem Wissen der TCM. Alles fix und fertig. Getreidekuren, Kochkurs glutenfrei backen, Anamneseblätter, Ernährungsprotokolle, Fragetechniken, Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Das bekommst du alles fix und fertig bei uns. Und selbstverständlich Unterlagen, die du gleich weitergeben kannst. Rezeptblätter, Kochkursunterlagen, Infoblätter. Ich bin nächtelang, wochenendenlang dran gesessen, diese Texte und diese Unterlagen zu entwickeln. Und jetzt gebe ich sie weiter. Ich möchte dir Zeit sparen. Du kriegst sogar fertige PowerPoint-Vorträge von mir. Natürlich macht es Sinn, dass du die persönlich anpasst, dass sie noch ein bisschen deine Farben, deine Sprache haben, aber es geht schneller, wenn du bei einer Vorlage weiterarbeiten kannst. Und ich gebe dir sogar 52 Newsletter-Texte, dass du ein Jahr lang wöchentlich
deinen Kunden und Interessenten spannende Infos schicken kannst. Die Michaela nutzt das. Hier rechts steht sie und macht einen Vortrag und es fällt ihr ganz leicht, weil schon vieles vorbereitet ist. Wie funktioniert es bei uns? Wir haben eine Online-Kursplattform. Wir haben aber jede Woche auch einen Live-Termin. Fragestunden, entweder mit mir oder mit Gastdozenten. Wir haben Selbsterfahrungsaufgaben. Wir haben ein Buddy-System, wo du in der Kleingruppe mit anderen Studentinnen arbeiten kannst. Wir haben Online-Termine, wo sich die Studentinnen unter sich treffen, wo sie gemeinsames Coworking machen. Wir haben Online-Koch-Workshops. Wir haben zusätzlich immer wieder die ein oder andere Überraschung, wie zum Beispiel Food-Fotografie oder Business-Entwicklung. Und wir stehen dir monatlich für 1:1 Coaching-Calls zur Verfügung, wenn du es brauchst. Wir haben ein sehr fortschrittliches und modernes pädagogisch-didaktisches System. Bei uns macht Lernen Spaß. Bei uns geht Lernen schnell. Und wir haben ganz viel Austausch. Also auch wenn wir online miteinander arbeiten, ist es so das Gefühl, als würden wir uns extrem gut kennen. Hier ein kurzer Blick auf unsere Kursplattform. Für alle, die den Insider-Pass haben, können da am Samstag auch live hineinschauen. Dort sind die aufgezeichneten Videos, wo du ganz einfach alles abhaken kannst, was du schon erledigt hast. Und es gibt bei uns immer Video, Audio oder den Text geschrieben. Das heißt, du kannst immer überlegen, will ich lesen, will ich schauen oder will ich lesen. Und wir haben auch eine App, die am Handy läuft. Das heißt, du kannst unterwegs, im Zug, beim Autofahren, wann immer dir Lektionen anhören. Und du hast ein Jahr Zugriff auf die Inhalte von der ganzen Ausbildung. Es werden alle Live-Termine aufgezeichnet. Das heißt, du musst nicht jede Woche bei allen Terminen live dabei sein. Ich sage immer ein-, zweimal im Monat, wäre super, wenn du live dabei bist. Es wird alles aufgezeichnet. Ja, Claudia, ich mag dein Zitat einfach so gern. Wir können nichts bewegen, wenn kein Qi da ist. Und da setzen wir eben an, dass Menschen wirklich Energie haben. Und das ist mein tiefstes Anliegen, mein großes Versprechen. Menschen, die mehr über Gesundheit, ganzheitliche Gesundheit inklusive Ernährung wissen wollen und vor allem auch Therapeutinnen, die das Potenzial von Ernährung nutzen wollen, bekommen von mir alles, was ich habe und was sie brauchen, damit sie selbstsicher ihre Angebote erweitern können für mehr Selbstwirksamkeit und Unabhängigkeit. Ich wünsche jedem Menschen, dass er fair bezahlt wird für seine gute Arbeit. Für unser Jubiläumsangebot gibt es jetzt noch Geschenke dazu. Wir fassen dir hier alle Geschenke zusammen, die wir extra für dieses Jubiläumsangebot vorbereitet haben. Es gibt ein Business-Paket mit ganz viel fertigen Unterlagen, wie unter anderem diese 52 Newsletter-Textvorlagen. Es gibt ein Webinar-Bonus, wo ich dir ein bisschen beibringe, wie macht man einen Vortrag online. Wie macht man das, damit dir die Teilnehmer an den Lippen hängen? Das braucht ein bisschen Psychologie beim Aufbau vom Vortrag. Die meisten überladen ihre Vorträge und wundern sich dann, dass die Menschen nicht mehr mitkönnen. Für alle österreichischen Kunden und Kundinnen interessant, wir haben in Österreich ein bisschen spezielle gesetzliche Regelungen. Wir haben einen eigenen Anwalt, mit dem wir ein Webinar aufgenommen haben, was man darf in Österreich und wie man es formulieren muss und wie man es auch, ja, wie man es formulieren muss. Wie kann man arbeiten, ohne dass man in Österreich Probleme bekommt? Das ist mit dem Dr. Manfred Schiffner. Da haben wir extra investiert, dass er uns das einmal zusammenfasst. Wir werden dann extra Live-Einheiten einplanen für die Runde, die jetzt startet, zur Verbesserung deiner Beratungs- und Coaching-Kompetenzen. Sie
sind Live-Einheiten mit mir. Und wir haben eben diese persönlichen Coaching-Calls dabei. Das ist neu, das ist extra fürs Jubiläumsangebot. Einmal im Monat, wir nennen Sparkle-Calls, um dir so ein bisschen wie eine Sternschnuppe einen kleinen Sparkle, ein Glitzersteinchen zu geben für deine Entwicklung und für deine Motivation. Das ist natürlich ein entsprechender Aufwand bei uns, aber wir nehmen uns gern die Zeit, damit du die bestmögliche Entwicklung hast. Das schenken wir dir dazu. Und wir schenken dir 3 Monate. Wir haben 8 Module. Wir sagen dann immer, wir geben ein 9. Monat dazu, dass du in Ruhe fertig machen kannst. Und wir schenken dir aber 3 Monate, damit du ein ganzes Jahr bei uns bist. Sprich, du hast 3 Monate länger Supervision, weil in der Zeit hast du ja ständig Zugang zu mir, zu meinem Team, wenn du irgendwo in der Praxis hängst, Fragen hast, dass wir dich unterstützen können. Und wenn du das jetzt alles zusammenzählst, kommst du auf diesen Betrag, der gilt aber nicht, weil das schenken wir dir. Dann geben wir dir noch extra dazu die Möglichkeit, unseren Magic Button zu nutzen. Was ist der Magic Button? Wir haben jetzt ein besonderes Angebot zum 5-Jahres-Jubiläum, aber möglicherweise steckst du nur in irgendwelchen anderen Projekten und sagst, jetzt kann ich nicht anfangen. Du kannst selbst bestimmen, wann du startest und kannst dir aber jetzt die Geschenke und Angebote sichern. Du bestimmst mit dem Druck auf den Magic Button, wann du loslegst. Also eventuell erst im Januar 2025. Wir haben für unseren Jubiläumspreis exklusiv 20 Plätze zur Verfügung. Und da geben wir dir die Preisgarantie. Und für alle, die schnell entschlossen sind, die in den nächsten 48 Stunden eine Entscheidung treffen, gibt es noch ein extra Geschenk, unser beliebter Workshop Zauberkiste. Da gibt es 33 Impulse, um 5.000 Euro zu verdienen. Schenken wir dir dazu. Und für alle, die sich bis zum 14. entscheiden, gibt es auch noch einen Umsetzungskraft-Workshop, 4 Stunden live mit mir. All deine Expertisen clever kombinieren, deine Angebote entwickeln, was immer du brauchst. Das wird am 12. November sein. Da nehme ich mir 4 Stunden Zeit. Es wird eine kleine Gruppe sein, weil erfahrungsgemäß Schnellentscheiderinnen gibt es nicht so viele, aber die, die schnell eine gute, für sie passende Entscheidung treffen, die kriegen diesen Bonus. Und wenn wir das jetzt alles zusammenzählen, unsere Ausbildung, die ab 20. September einen Preis von 5.997 hat, die ganzen Umsetzungsturbos dazu, zusätzlich für Schnellentschlossene, dann kommst du auf diesen Gesamtwert. Der gilt aber nicht, weil die Ausbildung gibt es jetzt noch zum bisherigen Preis, den wir seit 3 Jahren nicht erhöht haben. Aber wir werden ihn ab 20. September erhöhen. Aber momentan sind wir noch bei den 5.800 und wir haben jetzt gesagt, wir vergeben 20 Plätze. Und die sind schon ein bisschen reduziert, weil 2 haben gestern schon eine Entscheidung getroffen. Ich freue mich sehr, Gabriela. Super, dass du heute noch einmal da bist. Aber der Platz ist für dich jetzt schon gesichert und wir haben jetzt nur mehr 18 Plätze. Und dein größtes Risiko ist nicht, die 5.800 zu investieren, sondern dein größtes Risiko ist, dass dieser Betrag unglaublich viel Geld für dich bleibt. Und da habe ich eine Pille mitgebracht. Für akute und chronische Zweifel gibt es zweifelfrei akut. Was ist diese Pille? Es ist für dich risikolos. Ich verspreche dir, dir dein Geld zurückzugeben. Es gibt nur was Kleingedrucktes dazu. Wenn du, nachdem du die Module gemacht hast, wenn du nachher sagst, das hat mir nichts gebracht und da war kein Mehrwert da,
dann bin ich die Erste, die dir das Geld zurückgibt. Voraussetzung ist, du machst den Versuch, du holst dir das Wissen, du vertraust dem Prozess, du nimmst das neue Wissen an und sollte es aus irgendwelchen Dingen dann sein, dass du sagst, das hat mir überhaupt nichts gebracht, dann meldest dich bei mir und dann werden wir das rückabwickeln. Ich sage ganz ehrlich, von über 400 Teilnehmerinnen hat es bis jetzt noch niemand gemacht. Aber ich möchte, dass es für dich risikolos ist. Es passiert nämlich das Gegenteil. Alle blühen auf, sie haben Freude, sie starten ihr erfolgreiches Business oder sie reanimieren es wieder, so wie die Stefanie. Statt kompliziert, macht es jetzt einfach und das ist viel leichter und erfolgreicher für sie. Jetzt habe ich noch ein Geschenk für alle, die eine kraftvolle Entscheidung treffen und das Ganze mit einer Einmalzahlung abwickeln. Die kriegen von mir noch einen Gutschein von 300 Euro, entweder für ein 1:1-Coaching mit mir oder für eines von unseren anderen Angeboten. Wir haben ja auch einen Fermentationskurs, Kräuterausbildung, Kochkursleiterausbildung. Also ich bin sicher, du findest da irgendetwas Schönes. Und wir belohnen alle, die sagen, ich erledige es auf einmal. Dann haben wir nur eine Rechnung in der Buchhaltung und haben weniger Aufwand. Und das belohnen wir. Wir haben aber auch Teilzahlungsvarianten. Und hier noch einmal die Übersicht. Du siehst hier in der Mitte unsere Standardausbildung, integrative Ernährungsexpertin plus 12 Monate, alle 8 Module um 5.800. Wir haben aber auch ein Einsteiger-Basispaket, wo wir nur die ersten 5 Module haben um 2.900. Das sind 5 Monate, 5 Module. Ist für alle, die sagen, vielleicht nur für sich privat, sie möchten einmal die Basisausbildung oder vielleicht auch aus irgendwelchen anderen Gründen, dass man halt einmal mit einem kleinen Paket anfängt. Es gibt bei mir auch eine VIP-Betreuung, da kann ich parallel immer maximal 5 betreuen. Das ist eine 1:1-Arbeit mit mir. Das empfiehlt sich für alle, die schon fortgeschrittener sind und die die integrative Ernährung wirklich gleich ins Business integrieren wollen. Da ist dann ein Strategietag mit mir dabei, entweder bei mir in Wien oder ich komme zu dir, wo immer du bist und wo wir quasi auch noch im 1:1 zusammenarbeiten. Das ist ein großes Paket um 15.800. Da habe ich momentan einen Platz frei. Mit 4 arbeite ich schon. Eine gründet gerade ihre eigene Akademie und ihre eigene Ausbildung und das macht unheimlich Spaß, sie dabei zu begleiten. Ich habe Teilzahlungen erwähnt. Wir haben für die kleinere Ausbildung um 2.900, die 5 Monate dauert, bieten wir dir die Möglichkeit, die Zahlungen auf 12 Monate aufzuteilen. Das heißt, du kannst das um 265 Euro pro Monat haben. Die Gesamtausbildung, 8 Module, kannst du auch auf 12 Mal aufteilen. Dann sind es 507 monatlich. Oder du machst das auf 5 Mal um 1160. Und umgerechnet sind das 66 Cent pro Stunde. Für ein Jahr erfahrenes Expertenwissen. Du kannst jederzeit Fragen stellen. Du hast ständig Supervision. Kannst dich mit Gleichgesinnten austauschen. Und du hast eine super Gemeinschaft auf Augenhöhe für Kooperationen. Und ganz, ganz viel Praxis. Und genau genommen sind das etwa 5 Jahre Abkürzung für dein Tun. Hier hast du es noch einmal als Übersicht. Sind quasi 3 Pakete mit Geschenken für alle, die sich schnell entscheiden. Und die Laurence hat es gut auf den Punkt gebracht. Sie hat nach 3 Monaten schon die Kurskosten wieder reingespielt und sie hat sich so entwickelt als Reflexologin, dass sie jetzt 17 Wochen Urlaub hat im Jahr.
Hier findest du alles, um es in Ruhe nachzulesen. Wir geben dir auch in den Chat einen Link zur Webseite, wo du das in Ruhe nachlesen kannst, damit du gut deine Entscheidung treffen kannst. Wie gesagt, wir haben jetzt noch 18 Plätze, die wir zu diesem Preis bis 20. September vergeben. Ab 20. September steigt der Preis auf 5.997 und diese ganzen Geschenke fallen weg. Die gibt es jetzt nur, weil wir den Campus haben und weil wir unsere Jubiläumswoche haben. Es wäre so schön, mit dir gemeinsam unsere Vision, anderen Menschen mehr Gesundheit zu bringen, auf die Straße zu bringen. Und wir sind für dich da. Du kannst dir jederzeit ein kostenloses Gespräch mit uns ausmachen. Die Michi sitzt am Telefon und freut sich. Wir schenken dir quasi ein Strategiegespräch. Und ja, Simone, danke fürs Warten, aber es war mir wichtig, dass alle jetzt nochmal das Angebot kennen. Simone, darf ich dich reinbitten zu uns? Ja, gerne. Ja, super. Ganz ehrlich, würdest du jetzt buchen, wenn du es nicht schon gemacht hättest? Auf jeden Fall. Ja, super. Simone, schön dich zu sehen. Erzähle, Ja. wer bist du und wie war das so für dich? Ja, gerne. Also, mein Name ist Simone, ich bin 48 und ich habe 20 Jahre lang in verschiedenen Rollen im Vertrieb bei einem amerikanischen Konzern gearbeitet und habe dann aber immer mehr gemerkt, dass ich alle möglichen körperlichen Beschwerden hatten, auch psychische Themen und vor allem für mich gemerkt habe, irgendwas verrutscht so ziemlich und habe dann für mich gedacht, ich glaube, ich muss mich irgendwie mit dem Thema Ernährung mal ein bisschen mehr auseinandersetzen und nicht nur googeln. Und habe dann im ersten Schritt, weil ich die TCM noch gar nicht wirklich für mich so kannte, ich komme aus Baden-Württemberg und tatsächlich in Deutschland ist die TCM nicht so bekannt wie in Österreich, wie ich immer feststelle oder auch seit der Ausbildung. Und habe dann als erstes eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin nach DGE gemacht, Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Fand es auch total spannend, aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, war das eben da auch so? Also es gab ein Krankheitsbild, also jemand hat eine Magenschleimhautentzündung und dann gab es dann gefühlt vier Sachen, das wir machen, um das zu lösen und sowas bei den anderen Dingen auch. Also es war total interessant, aber mir hat total der ganzheitliche Ansatz einfach gefehlt. Und vor allem, weil ich für mich eben selber gemerkt habe, dass der viele Stress und der viele Druck einfach mit dafür verantwortlich war oder hauptsächlich dafür verantwortlich war, für diese ganzen gesundheitlichen Beschwerden, die ich hatte. Habe ich irgendwie da, naja, das weiß ich auch nicht. Ich habe zwar schon vieles für mich mitgenommen, aber ich wusste auch nach der Ausbildung nicht, was machen wir jetzt eigentlich auch damit. Und dann hat eine Kollegin, die mit mir die Ausbildung gemacht hat, gesagt, du, da macht eine in Wien so ein Campus und die machen da was mit TCM und klappt so ganzheitlich, lass uns doch mal gucken. Und dann habe ich 2001 im Mai tatsächlich, war ich bei der Campuswoche dabei, war auch völlig begeistert, wie du das im Eiweiß, wie am Dienstag auch wieder großartig erklärt hast und dachte auch, eigentlich habe ich das letzte Jahr genauso gelernt, aber dass es genauso in der Umsetzung so wichtig ist, das war einfach nicht drüber gekommen und war einfach nicht klar. Und das hat mich total mitgenommen und vor allem eben auch den ganzheitlichen Ansatz mit der TCM. Und da dachte ich, genau das ist es, weil es ist nicht die Magenschleimhautentzündung, was ist nicht nur der Bauch des Patienten, sondern es ist der ganze Mensch einfach, ja. Und das ist so das, was einfach fehlt in unserer Zeit. Und dann habe ich mich angemeldet, habe 2001 im Oktober die Ausbildung bei dir begonnen. Kam auch ziemlich schnell eigentlich ins Tun und habe 2022 dann auch mit Kochkursen angefangen. Und das für mich Wertvolle war eben auch dieses Netzwerk, das wir dadurch einfach oder das ich dadurch einfach habe. So viele Gesundheitsmenschen, die man jetzt im Privaten, also für sich privat hat und aber auch, wo ganz viele Kooperationen einfach entstanden sind und dass du einen einfach ins Tun bringst, ja. Und das war für mich so das fehlende Puzzle tatsächlich. Und heute ist jetzt eben, wie es ist. Ja, also ich bin seit letztem Jahr selbstständig, weil ich nicht mehr in der Automobilindustrie arbeiten wollte, sondern es war für mich schon klar, diese ganze Thematik ist so spannend. Ich muss irgendwas in dem Bereich machen. Ja.
Und bin seit letztem Jahr jetzt selbstständig, habe zwei große Standbeine, würde ich sagen. Das eine sind wirklich so die Firmenkoch-Events. Die mache ich in deutscher und englischer Sprache. Und hier im Raum Heilbronn-Stuttgart sind einfach viele Automobiler, Bosch, Festo, sind viele große Firmen. Und da mache ich von 10 bis 100 Personen, mache ich Firmenkoch-Events und freue mich total, weil natürlich dadurch, dass ich das durch Corona auch so verändert hat, so viele im Homeoffice sind, ist es einfach wirklich so was Wertvolles, dass man sieht, die Leute kommen zusammen und kochen hat so was Verbindendes einfach und ist so ein schöner Moment, so ein gemeinsamer. Und ich einfach dann auch die Möglichkeit habe, einfach noch verschiedene Ernährungsimpulse mitzugeben, sodass einfach jeder für sich zu Hause sieht, ah, okay, das eine oder andere kann man vielleicht da auch noch mit umsetzen. Und wie du das vorhin eben auch schön gesagt hast, es sind wirklich. Es geht nicht um Verbote, sondern es geht auch darum zu bestärken und zu sagen, ein bisschen mehr von dem und vielleicht ein Tick mehr von dem. Und dann ist es gar nicht mehr so schwierig. Und da merkt man, da kann man einfach unglaublich viel verändern. Das ist so das eine. Und das andere, was mir wirklich ganz am Herzen liegt, auch wirklich so das Thema Frauengesundheit und Wechseljahre, weil ich für mich selber halt wirklich gemerkt habe, dass ab 40 wirklich durch die hormonellen Schwankungen einfach wirklich vieles sich verändert. Viele Symptome, auch psychische Dinge plötzlich auftreten und man eigentlich gar nicht so wirklich weiß, wo es herkommt. Und wir Frauen, aber du hast vorhin richtig gesagt, auch Männer, eigentlich wir viel zu wenig darüber wissen, was in dieser Lebensphase eigentlich auch passiert, was da sich verändert und was eben dann auch an Ernährung jetzt nötig wäre, an vielleicht der einen oder anderen Anpassung, damit wir wieder in die Balance kommen und damit es uns einfach besser geht und damit verschiedene Symptome einfach gar nicht mehr vorhanden sind. Und da habe ich mich wirklich wieder voll in die Spur bekommen, wirklich dank der Ausbildung auch und bin voll dankbar, dass ich das weitergeben kann. Und gerade zum Thema Wechseljahre mache ich mit der Petra Paumann, die am Dienstag auch schon Gast sein durfte bei dir, machen wir zusammen da auch was ganz Tolles, einen tollen Kurs. Und ja, also wer Interesse an diesem Thema hat, lade ich auch total gern ein. Wir machen ein gemeinsames Webinar am 24. September um 19:30 Uhr und wo man sich einfach ganz viele Tipps und Infos zu diesen Themen einfach nochmal holen kann, weil ich es einfach so wichtig finde. Die Zeiten haben sich einfach geändert, ja. Also wir Frauen arbeiten Vollzeit, sind für alles irgendwie verantwortlich und sind nicht nur zu Hause. Und von daher finde ich so wichtig, dass wir da gut in unserer Kraft sind und wirklich auch wissen, was für Herausforderungen bringt diese Zeit und was können wir einfach auch wirklich tun, damit es uns gut geht. Also von daher ist es wirklich für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ah, super, Simone. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mir immer das Herz aufgeht, wenn ich von deinen Kochkursen höre, weil so wie ich eben diese Vision habe, gemeinsam machen wir 1 Million Menschen gesünder. Wenn du mit 100 Menschen kochst, bist du ein Wahnsinnsmultiplikator für das, was ich dir mitgeben durfte. Und großes, großes Danke. Und ich muss das noch einmal erwähnen, du hast während der Ausbildung, die ja ein Jahr ist, in der zweiten Hälfte, hast du 21 Kochkurse gemacht. Ja, und ganz ehrlich, deshalb fand ich auch ganz großartig, dass du das vorhin gesagt hast. Ganz viele davon waren total unperfekt. Ja, das war so. Beim einen habe ich den Parmesan vergessen, bin während dem Kochkurs noch schnell zum Edeka gefahren. Beim anderen habe ich keine Ahnung was vergessen. Und nichtsdestotrotz waren das ganz, ganz tolle Kochkurse, wo die Leute ganz viel mitgenommen haben. Und darum geht es einfach, ja. Also von daher, es geht einfach darum, mutig zu sein und loszulegen und für sich das Gefühl zu haben, ich glaube, ich mache hier irgendwas Gutes und ich kann da einfach einen Beitrag leisten. Und das fühlt sich für mich so an. Und von daher, egal ob der Parmesan vergessen ist oder der Rotkohl, wir bringen so viel Gutes einfach dann nach außen und können einfach so viele Menschen unterstützen, so wie wir das bei uns eben selber auch immer wahrnehmen und spüren dürfen. Von daher, ja, danke dir. Ja, also wirklich, Ja, ich wäre aber nicht super. da, wo ich jetzt bin, ja, ohne die Ja. Ausbildung. Das ist so. Danke, aber super, dass du das noch einmal erwähnst, weil was glaubst du, was ich alles vergessen habe in meinen Kochkursen? Am schlimmsten war, wie ich die Skripten daheim beim Drucker liegen habe lassen. Aber man geht einfach los und man fängt an und Menschen, die, ja, aus Fehlern lernt man und da können wir uns weiterentwickeln. Wir haben dann bessere Listen und alles. Also vielen, vielen Dank, Simone, für dein Sein, für dein Weitertragen.
Und ich freue mich so, dass du jetzt komplett selbstständig bist, deine eigene Chefin, alles. Also das ist, mir geht das Herz auf, wenn ich immer sehe, was aus meinen Studentinnen so wird. Danke für dein Sein. Wir haben den Link für euer Webinar jetzt auch hinein gepostet. Michi, du Super, vielen postest Dank. noch einmal den Buchungslink. Die Miriam will anscheinend buchen. Ja, Petra, danke. Bei mir lernt man ins Tun zu kommen. Ja, Danke, das ist so. Simone. Wir werden jetzt noch ein bisschen über künstliche Intelligenz sprechen. Es ist ja heute wieder geballt unser Programm. Uns wird überhaupt nicht langweilig. Ich habe noch die Frage gesehen, wann bei uns die Live-Termine sind, Sabine. Sie sind unterschiedlich. Sie sind vormittags, sie sind nachmittags, sie sind abends. Wir versuchen es einfach möglichst für alle passend zu machen. Aber es gibt von allem Aufzeichnungen. Ja, danke, Gabi. Du würdest immer wieder buchen. Voll schön. Danke für euer Feedback. Und ich freue mich auch, dass so viele von meinen Absolventinnen hier auch da sind. Ich habe euch aber versprochen, noch ein bisschen über künstliche Intelligenz zu sprechen. Und da habe ich auch noch ein paar Folien vorbereitet. So, das ist die falsche Seite. Da müssen wir wieder kurz aus der Präsentation raus und noch einmal rein. So. Ab aktueller Folie. Ihr seht ja auch die Simone noch einmal mit ihrem Award, den sie von uns bekommen hat, als super Umsetzerin mit 21 Kochkursen während der Ausbildung. Das war auch für uns ein Highlight. Ja, künstliche Intelligenz. Hast du dich damit schon einmal beschäftigt? Ich befasse mich sehr mit Zukunftstrends, hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich vom Sternzeichen Wassermann bin. Und wenn man mit Experten und Expertinnen spricht, ist das für 2030 durchaus realistisch, dass wir morgens auf die Toilette gehen und unsere Toilette hat Sensoren. Und deswegen stell dir vor, du sitzt morgens gemütlich auf der Toilette und dann kriegst du eine Info über eine Siri, über irgendeinen Lautsprecher in deiner Wohnung oder auf dein Handy oder wo auch immer oder direkt in der Toilette und du kriegst sowas wie ein medizinisches Protokoll, das sagt, du bist heute 23% krank. Und dann kriegst du auch Vorschläge, möchtest du morgen nur mehr 20% krank sein oder 18% krank sein? Und dann kriegst du entsprechende Ernährungsvorschläge. Und wenn du nur mehr 18% krank sein willst, ist es super, super, super gesund. Und bei 20% geht sich vielleicht auch noch das Essen mit Freunden, mit den Pommes aus. Also du kriegst dann verschiedene Vorschläge, um deine Vitalparameter in deinem Körper zu verbessern. Und es geht auch in die Richtung, dass ein 3D-Drucker im Haushalt ist, der je nachdem, welche Gesundheitsstufe du wählst, dir dein Essen druckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir das sehr schwer vorstellen. Und die Prognosen sagen, es wird dann Menschen geben, die frische Bio-Lebensmittel essen und es wird welche geben, die alles aus dem 3D-Drucker drucken lassen, wo natürlich dann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln und mit allen möglichen gearbeitet wird. Aber es wird auch die geben, die dieses sinnliche Erlebnis des echten frischen Essens noch genießen. Also da kommt einiges auf uns zu. Auch was die künstliche Intelligenz jetzt schon kann. Wer von euch arbeitet schon mit künstlicher Intelligenz, mit ChatGPT, mit all diesen Tools, die es so gibt? Schreibt sie mal in den Chat. Ist euch das schon ein Begriff? Künstliche Intelligenz. Habt ihr eine Vorstellung, was ChatGPT und die anderen Tools so leisten können? Matthias arbeitet schon damit, Claudia auch, ja. Ja, Simone nutzt schon sehr viel, ja, du kriegst es ja mit. Also der Vorteil, dass ich auch immer sehr innovativ bin und mich mit solchen Trends beschäftige,
Wir zeigen natürlich auch unseren Studentinnen, was da schon möglich ist. Wir setzen das immer an. Bei der Pier gibt es schon ein Restaurant, das Druckerfleisch anbietet, ja. Ich zeige euch ganz kurz mal ein Beispiel. Ich glaube, ich habe irgendwo meinen Internetbrowser offen. Ja. Das ist ChatGPT. Ich gebe euch einmal nur ein Beispiel. Wenn ich da eingebe, schreib mir ein laktosefreies Rezept vegetarisch mit, ich sage jetzt einmal, Süßkartoffeln und Tofu. Dann dauert das Sekunden. Dann kommt die Süßkartoffel-Tofu-Pfanne mit Gemüse. Und Rezepte sind heute schon eine der häufigsten Abfragen von künstlicher Intelligenz. Und du kannst das natürlich erweitern, dass ich sage, schreib mir einen Ernährungsplan laktosefrei vegetarisch für eine Woche. Das heißt, diese Kernkompetenz, die manche Ernährungsberater und Ernährungsberaterinnen dachten zu haben, Ernährungspläne zusammenstellen. Ich halte persönlich nicht allzu viel von Ernährungsplänen, und ich arbeite auch anders. Aber diese Kernkompetenz, Rezepte zu liefern, Ernährungspläne zu liefern, das macht heute ein Computer. Der Vorteil ist aber, wir können uns das auch sehr zunutze machen, weil es ja auch für uns zeitsparend ist. Und was auf jeden Fall noch ein riesengroßes Thema ist, bei allem, was die KI schon kann und leistet, ist, dass Menschen Unterstützung für die Umsetzung brauchen. Also genau das, über das wir jetzt auch gesprochen haben, über die Ernährungspsychologie. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir Tools haben, um eine Verhaltensänderung beim Menschen nachhaltig zu gestalten. Weil die können sich zwar ihre Rezepte und ihre Ernährungspläne irgendwie erstellen, aber sie werden es trotzdem wieder nicht umsetzen. Und dazu brauchen sie Menschen, die mit Empathie, mit Beratungstechnik, mit Know-how gut unterstützen. Und das ist die gute Nachricht. Und die Prognosen laut Zukunftsforschungsinstitut gehen auch in die Richtung, dass Menschen viel mehr Coaches haben. Das heißt, eine Familie hat in Zukunft einen Coach für die Kindererziehung, einen für die Finanzen, eine für Sport und Bewegung, einen für die Ernährung und möglicherweise auch noch einen für die Persönlichkeitsentwicklung und für die Firmendinge. Also wir gehen davon aus, dass in Zukunft mehrere Coaches für einzelne Menschen und Familien tätig sind. Das heißt, der Coaching-Markt oder Beratungsmarkt oder Therapeutenmarkt ist ein riesengroßer. Und es wird sich aber die Spreu vom Weizen trennen. Erstens einmal, dass du eine Art zu arbeiten hast, dass du nicht ausbrennst, sondern dass du wirklich so arbeitest, dass die Menschen in die Eigenverantwortung gehen und in die Umsetzung, weil alles andere wird auch nicht erfolgreich sein und nicht zu Weiterempfehlungen führen und es ist auch viel zu anstrengend. Und das ist, was ich dir da wirklich mitgeben möchte. Bitte keine Angst vor der KI. Sie ist super. Wir nutzen sie auch schon zu einem hohen Grad. Sie hat ihre Pro und Kontras. Das heißt, man muss sich da ein bisschen damit auseinandersetzen, wo ist es sinnvoll, wo nicht. Und wir müssen natürlich auch lernen, wie können wir Fake News unterscheiden, weil natürlich auch über die KI ganz viel auf Internetseiten steht, was nicht wirklich wahr ist. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen. Wir lieben es, uns auch mit Trends zu beschäftigen. Und wir können dir auch da eine gute Perspektive geben und vor allem auch die Sicherheit, dass empathische Therapien, Coaching, Beratungsangebote ein großer Zukunftsmarkt sind. Super. Freut mich, dass das auch hilfreich sein kann. Ja. Und das wollte ich dir zum Abschluss noch ein bisschen mitgeben.
dass du da keine Angst davor hast, dass du bei uns auch an der richtigen Adresse bist. Wir befassen uns sehr intensiv mit den Trends. Ich bin selber in internationalen Coachings. Mein Business Coach, die Sigrun, hat mir gestern, na vorgestern, gezeigt, wie sie schon Online-Kurse jetzt mit ihrem Avatar aufnimmt. Also das ist ein bisschen spooky. Sie schreibt die Skripten und das Skript kriegt der Computer und dann werden Online-Kurse aufgenommen. Also sie testet das gerade. Und ich finde das natürlich voll spannend. Ich mache meine Kurse momentan noch selber und ich werde sie auch die nächsten 2, 3 Jahre auf jeden Fall selber machen. Aber es geht in die Richtung, dass wir dann Avatare von uns haben, die dann ganz viel machen können. Und wir sind die, die aber der Kopf dahinter sind, weil es braucht ja unsere Intelligenz und unser Know-how. Also du bist auch an der richtigen Stelle bei uns, wenn du dich mit den Zukunftstrends beschäftigen möchtest. So, jetzt ist noch Zeit für alle eure Fragen und ich schaue noch kurz die Fragen an, die ihr auch per E-Mail geschickt habt zur Meisterklasse. Gabriela, du hast die Frage geschickt, warum esse ich, obwohl ich keinen Hunger habe? Da gibt es unterschiedliche Ursachen. Du hast aber selber noch dazu geschrieben, aber ich habe Zeit dafür. Also wir essen oft auch aus Langeweile oder weil wir irgendwelche Emotionen mit dem Essen beruhigen oder einfach verarbeiten wollen. Also das sind so typisch ernährungspsychologische Einsatzgebiete, wo wir jetzt in ein Coaching gehen würden und das ein bisschen hinterfragen. Genauso bei der Karin, die ganz offen sagt, sie ist Stress- und Frustesserin, vor allem wenn die Wechseljahrshormone verrückt spielen und dann gibt es Blähungen und Müdigkeit. Und im Urlaub, wenn sie entspannt ist, fällt ihr auf, dass sie diese Probleme nicht mehr hat. Karin, wenn du da bist, ist jetzt die wichtigste Frage für dich, wie kannst du auch im Alltag so einen Entspannungszustand haben, dass kein Stress und kein Frust auftaucht? Das heißt, da würden wir jetzt die nächsten Wochen dran arbeiten, deinen Alltag so ein bisschen hinzukriegen, dass du entspannter durch den Alltag gehst, weil du hast jetzt schon sehr gut analysiert, Stress und Frust sind Auslöser. Das heißt, in einem guten Coaching würde man jetzt sagen, welche Situationen stressen dich, welche Situationen frustrieren dich und ich gebe dir da eine kleine Übung mit. Dokumentiere die nächsten 14 Tage jedes Mal, wenn so ein Stress- oder Frustessen ist. Am besten ist vorher 10 Atemzüge zu machen. Also wirklich einmal in die Ruhe zu gehen, einatmen, ausatmen, dann einmal hinspüren, was ist gerade los und dann aufschreiben, was gerade los ist und entweder Stress essen oder Frust essen oder vielleicht hat sich es dann eh schon erledigt und nach 14 Tagen nimmst du die Aufzeichnungen einmal her und schaust das einmal an. Gerne auch mit einem Coach, mit einer Freundin oder mit dir selber. Und dann kannst du die nächsten Maßnahmen ableiten. Ich sage jetzt nochmal das Beispiel, wenn du immer isst, weil die Arbeitskollegin die Arbeit auf dich abladet und du dann so frustriert und gestresst bist und das passiert 5-mal in 2 Wochen, dann ist Zeit einmal mit der Kollegin zu sprechen oder mit Chef oder Chefin, damit sich das verändert. Kerstin, dein Papa ist im Krankenhaus mit einer Krebserkrankung. Alles Gute für ihn. Und es ist verständlich, dass du dir viele Sorgen machst, wie es weitergeht. Deine Frage, gibt es eine Ernährung, welche die Seele aufbaut und positiv beeinflusst, beziehungsweise auch bei Trauer unterstützt? Es baut alles deine Seele auf, was du gerne magst. Also frag dich einmal oder frag deinen Papa, was hätte er denn einmal gerne? Und das ohne schlechtes Gewissen essen. Sehr aufbauend sind auch Kraftsuppen, eine gute Hühnerbrühe, eine gute Rinderbrühe. Und Trauer ist ein Lungenthema. In der chinesischen Medizin ist es ein Thema vom Lungen-Qi. Das heißt, wir essen dann vermehrt alles aus dem Metallelement, was die Lunge stärkt. Das sind zum Beispiel weiße Lebensmittel. Rettich, Kaffeeol, Blumenkohl. Radieschen gekocht, gedünstet.
Also alles, was Lunge, Metallelement ganz gut stärkt. Nina, welche Lebensmittel haben Einfluss auf Depressionen? Wird leider auch in Kliniken nicht thematisiert. Du sprichst es eh schon an. Du empfiehlst Darmsanierung, Entgiftung, Leberentlastung, alles richtig. Und wie machst du Menschen verständlich, dass gesundes Essen weder teuer noch sehr arbeitsintensiv ist? Du kannst es nur denen verständlich machen, die was verändern wollen. Also über den Genuss geht es sehr, sehr gut. Übers Herzeigen, so wie die Simone, gemeinsam kochen, das ist immer das Beste, dass man es herzeigt. Und Tiefkühlessen bin ich jetzt nicht so streng wie vielleicht andere Kolleginnen. Ich habe da eine sehr naturwissenschaftlich pragmatische Haltung. Ich sage, wenn aus gefrorenen Eizellen Babys auf die Welt kommen und aus gefrorenen Sperma, dann können wir auch Tiefkühlspinat essen. Und wir können es aber ein bisschen mit Muskat wieder wärmen und dynamisieren. Und meine Meinung zu Intervallfasten ist vor allem bei Frauen nicht so ideal, weil der Hormonhaushalt dadurch gestört wird. Und ich finde es besser, wenn gefrühstückt wird. Das kann irgendwann zwischen 5 Uhr morgens und 10:30 Uhr vormittags sein, weil dieses Fasten oft auch an Stress auslöst. Und das abendliche Essen Übergewicht fördert, also vor allem bei Frauen, wo die Körperzusammensetzung anders ist. Aber muss man ausprobieren. Es gibt, ich arbeite immer sehr individuell und wenn jemand gut damit zurechtkommt, keine Verstopfung hat, also manche kriegen Verstopfung durchs Intervallfasten, so also wenn wer gut zurechtkommt, dann ist auch okay für mich, wenn es jemand macht. Heißes Wasser sehr, sehr gerne. Ich bin da nicht streng mit zeitlichem Abstand. Du kannst heißes Wasser trinken, so viel und wann du willst. Ideal wäre, wenn du deine Trinkmenge erreichst, 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Eine Freundin von der Christine kann nur schwer zunehmen. Da würde ich mehrere Mahlzeiten nehmen, vielleicht 5 bis 6 Mahlzeiten. Und vor allem mit Ölen, mit Nussmus, mit Kraftsuppen, mit hochwertigen Zutaten sie gut füttern. Ja, Tanja, welche guten Tipps gibt es, Abwärtsspiralen zu unterbrechen? Einfach mit was anderem, also sich nicht auf die Abwärtsspirale konzentrieren, sondern auf gute Dinge, wie zum Beispiel jeden Tag einmal frühstücken. So, ich glaube, das war das Wichtigste. Ich schaue jetzt noch, ob ich noch was übersehen habe. Michi, hast du noch im Chat was gesehen, was ich übersehen habe? Ah, da ist noch was. Wenn die Milz vergrößert ist, bitte unbedingt beim Arzt checken lassen. Und die Ursachen rausfinden, warum die da so überproduziert. Ansonsten müssten wir von TCM-Seite auch einmal eine individuelle Diagnostik machen. Kann ich jetzt bitte um Verständnis keine eindeutige Aussage machen. Und auch der Kaliummangel, also da müssten wir schauen, ob da im Haus Wasserhaushalt irgendwelche Störungen da sind. Mirja, psychisch unruhig, könnte sein, dass ein starker Blut- und Säftemangel da ist. Also da würde ich einmal die Ernährung hinterfragen. Gibt es bei dir viele Brotmahlzeiten? Gibt es Chips? Gibt es austrocknende Zutaten? Und da würde ich unbedingt auf Säfte aufbauendes Essen, damit diese Unruhezustände, also Unruhe ist, wenn du innerlich ausgetrocknet bist, dann hast du ein innerliches Heißlaufen. Kalte Hände, kalte Füße haben wir ein bisschen gesprochen am Montag. Überprüfen, ob es warme Mahlzeiten gibt, weil Salat und Joghurt machen kalte Hände und Füße, Käsebrote auch, Suppen und Eintöpfe, warmes Wasser wärmt, also mindestens 1 bis 2 warme Mahlzeiten pro Tag. Und um das Cholesterin zu senken, Sikia bei jeder Mahlzeit viel Gemüse und auch Nüsse und Samen mehr einbauen. So. Michi, habe ich noch irgendwo Fragen übersehen?
Ja, im Chat sind schon die ersten Fragen zum Lehrgang. Ja. Und zwar die Miriam fragt zum Magic Button, ob der auch den Zahlungsbeginn stoppt. Sprich, wenn man ihn benutzt, ob es da einen Stopp gibt, beziehungsweise wie der Zahlungsfluss da funktioniert. Miriam, also wir bevorzugen natürlich, wenn es eine 12-monatige Teilzahlung ist, dass du möglichst bald beginnst, weil du kannst es dadurch gut aufteilen. Wenn es aber jetzt so die Frage ist, ob es um 1 oder 2 Monate geht, bitte schick uns am besten eine E-Mail. Aber den Preis können wir eigentlich nur sichern, wenn du wirklich die erste Zahlung tätigst. Und die Teilzahlung, die auch zinsenlos ist, bieten wir eben deswegen an, damit du das aufteilen kannst. Dann war noch die Frage, auch wie viele Wochenstunden man einplanen sollte, um die Module zu absolvieren und ob es eine Abschlussprüfung gibt. Ja, danke Michi fürs Zusammenfassen. Also Abschlussprüfung gibt es bei uns für jedes Modul. Also jedes Monat endet mit einem Online-Multiple-Choice-Test, 30 Fragen. Die kannst du selber machen. Kriegst auch sofort das Feedback, ob du 80 oder 85% der Fragen richtig beantwortet hast. Als nicht, kannst du den Test wiederholen. Und bei uns gibt es eben keine große Abschlussprüfung, sondern gleich Monat für Monat, damit du gleich Erfolge hast. Bei uns gibt es auch keine Abschlussarbeit zu schreiben, weil ich habe jahrelang Diplomarbeiten betreut, die verschimmeln auf irgendeiner Festplatte. Kein Mensch macht was damit. In Zeiten von ChatGPT kannst du das in einer Stunde über die künstliche Intelligenz schreiben. Da lernst du nicht wirklich etwas. Du lernst, wenn du die Aufgaben umsetzt. Also du kriegst jedes Monat Selbsterfahrungsaufgaben und Anleitungen, wie du gleich rausgehen kannst und Geld verdienen. Und da kannst du uns dann protokollieren, dass du die Aufgaben gemacht hast. Das bringt wesentlich mehr als eine Abschlussarbeit zu schreiben. Und vor allem kannst du dabei gleich Geld verdienen. Das passt auch zum Thema Zeit. Die reine Computerzeit ist entweder der Live-Termin pro Woche. Das ist entweder eine Fragestunde, 1 bis 1,5 Stunden, und dass du dir Videoinhalte anschaust vom Computer. Und je nachdem, ob du lieber hörst, liest oder schaust, braucht es dann halt vielleicht 2, 3 Stunden. Wir haben aber das sehr interaktiv, dass wir dir dort ja Informationen geben, die du dann entweder in deiner Küche umsetzt oder mit deinen Kunden, wenn du Therapeutin bist. Das heißt, du kriegst von mir einen Input und gleich die Aufgabe, deine Kunden das und das zu fragen oder mit ihnen das und das zu tun. Das heißt, von, ich sage mal, diese 7, 8 Stunden pro Woche sind etwa 50%, dass du die wirklich konzentriert am Computer verbringst. Und die anderen 50% sind entweder in deiner Praxis oder in deiner Küche. Und so im Schnitt ist es, dass es halt dann übers Monat 5 mal 7, 35, 40 Stunden fürs Monat sind. Und die Hälfte davon sollte aber in deiner Küche oder in deiner Praxis stattfinden. So. Wow, fast 2 Stunden haben wir jetzt gearbeitet miteinander. Ganz kurz Stimmungslage. Wie war das heute für dich? 1 war gar nicht interessant, 10 war super interessant. Was war für dich heute ja entscheidend? Warum hat sich's ausgezahlt, dass du heute hier warst? Und besonders spannend für mich, wer liebäugelt damit, die Ausbildung zu machen, und welche Information brauchst du noch, dass du eine gute Entscheidung treffen kannst? Das wäre für mich noch wichtig. Das waren die Fragen. Ich schaue jetzt noch, was ich in der Präsentation noch habe für dich. So. Danke für die Feedbacks, die reinkommen. Für dich noch einmal: integrative Ernährung gibt dir die Möglichkeit, individuell sehr wirksam zu arbeiten.
Und da es so ein klares, logisches System ist, dass du dich wirklich sicher und kompetent fühlst. Ich denke, unsere Gäste, danke noch einmal für alle, die da waren, haben dir auch einen guten Überblick gegeben, was in der Praxis möglich ist. Und sie zeigen auch, wie groß die Umsetzungsstärke bei uns ist. Und gerade die Simone hat auch wieder gezeigt, wie erfüllend und wie gewinnbringend ihr Beruf ist. Mach dir bitte gern einen Termin aus bei uns. Buch dir einen Termin im Kalender. Und wir haben am Samstag noch den Insider-Talk für alle, die den Insider-Pass haben. Und morgen um 16 Uhr mache ich noch einen Kochworkshop, therapeutisches Kochen. Da zeige ich dir noch, wie du das ganze theoretische Wissen in der Praxis, in der Küche umsetzen kannst. Und am Samstag haben wir auch noch exklusiv diese Möglichkeit, dass du dich mit Absolventinnen austauschen kannst. Da wird die Monika dabei sein, die hast du heute schon kennengelernt. Und die Stefanie und die Claudia hast du auch mit ihren Zitaten schon gesehen. Die werden am Samstag für Gespräche zur Verfügung stehen. Da könnt ihr in einem eigenen Breakout-Room sein, da bin ich nicht dabei. Da könnt ihr alle Fragen stellen. So, danke für die Zehner, die da so kommen. Danke, Antonie, Silke, Susanne, wunderbar, die kognitiven Verzerrungen. Danke, Claudia, für deine Empfehlung. Gabi, danke auch für die Info. Du hast circa 10 Stunden pro Woche investiert. Super. Kochworkshop wird aufgezeichnet, Eva. Natürlich machen wir. So. Hildegard hat schon 8 Wochen Start hinter sich. Ja, super spannend. Gut, holt euch einen Termin. Und die wichtigste Frage ist, welche Information brauchst du noch, dass du eine gute Entscheidung treffen kannst? Wir freuen uns über alle, die eine kraftvolle Entscheidung treffen, die sagen, jetzt geht's los. Ich will 2025 schon ein anderes Leben haben. Ich will jetzt was verändern. Ich will ins Tun kommen. Wir sind herzlich willkommen bei uns. Super. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Danke für eure Zeit. Ich freue mich morgen aufs Kochen mit euch und noch viel mehr freue ich mich über die, die schon eine kraftvolle Entscheidung getroffen haben, die schon da sind bei uns und bin gespannt, wer noch kommen wird. Ein paar Tage habt ihr noch Möglichkeit, euch zu entscheiden. Alles Liebe, schönen Abend, schlaft's gut. Ciao!